Wiesbaden! Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 40. Wir nehmen auf am 15. April. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und auch heute wieder mit am Start Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe treue und neue Hörer. Ja, sehr gut. Ja, hallo liebe Hörer, der eine oder andere hat uns schon vermisst. Mich haben in den letzten Tagen, sogar schon letzte Woche, schon die ein oder andere Anfrage erreicht, wann wir denn endlich eine neue Folge bringen. So, da sind wir nun. Hat ein bisschen gedauert, dafür haben wir umso mehr zu besprechen. 5 Spiele des SVW und wie jeder weiß, wir sind immer noch mitten im Aufstiegsrennen vertreten. Das war so vor der Rückrunde nicht ganz so abzusehen. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ja, ansonsten gibt es jetzt nicht so die Riesen-News. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, ein bisschen was aus der Jugend. Ja, aber es geht erstmal wie immer los mit dem Groundhopping. Heute ohne Musik. Ich leite direkt über zu Sonja. Sonja, wo warst du unterwegs? Traust dich nicht mehr, die Musik zu machen? Ja, ich habe Angst, dass Ralf Hütter uns zuhört. Bestimmt. Der hört sich bestimmt Drittliga-Podcast an. Wahrscheinlich. Ja. Dabei war ich dieses Mal tatsächlich mal wieder unterwegs. Guck mal, jetzt hätte es sogar gepasst. Ja, Mensch. Miep, miep. Genau. Ich hatte noch was anderes gesucht, aber das hat alles nicht so sich so angehört, wie ich das gerne hätte. Und naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Aber also, ich darf jetzt trotzdem erzählen, wo ich war und muss nicht bis zum nächsten Mal warten. Nein. Okay. Ich habe mich mal wieder zum FSV Frankfurt rausbequemt. Ja, da hättest du mit der Straßenbahn hinfahren können. Was? Ja, also, oder was hat das damit zu tun, dass wir letztes Mal von dem großen Bier geschwärmt haben? Von dem großen Bier? Stimmt, da gab es... Das erinnere ich mich auch noch dran, da kam deine Hand kaum rum um diesen Becher, der so riesig war. Genau. Ja, das war aber schon, deswegen war ich nicht das da. War aber schon vorletztes Mal. Das war ja noch das. Das war sogar noch ein Ligaspiel. Das Ligaspiel damals. Nein, wir haben in der letzten Folge nochmal darüber gesprochen, das meine ich. Echt? Über FSV Frankfurt und die. Das große Bier? Ja. Ah. Aber das ist, glaube ich, kurz erwähnt. Ja, ja, okay. Sorry, habe ich schon vergessen. Ist schon so lange her. Wir hätten früher aufnehmen sollen. Ja. Aber ich habe keins getrunken, ich kann euch beruhigen. Das hätte mich gewundert. Ja, mich auch. Aber es war ein ganz normales Ligaspiel, also sind ja leider in der Regionalliga und es war eine der vielen Niederlagen der letzten Wochen. Also es war gegen den FC Homburg, haben sie 0-2 verloren, auch zu Recht verloren. Und das mündete ja dann am letzten Wochenende in eine Trainerentlassung. Also die sind tatsächlich jetzt auch wieder im Abstiegskampf unten drin in der Regionalliga. Das habe ich mitbekommen, ja. Die haben auch jetzt kürzlich, ich glaube sogar bei der zweiten von Mainz verloren. Ja, genau. Und die, danach die sogar noch drunter stehen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, die sind jetzt dadurch wieder ran und deswegen ist der FSV jetzt wieder im Abstiegskampf mit drin. Also das wäre halt echt schade. Also ich weiß, dass da unsere Ultras, ultraähnliche Gruppierung, was auch immer, dass die ja verfeindet sind. Ich bin das nicht. Also ich finde den FSV schon echt in Ordnung und geht da auch Zweitliga-Zeiten, Drittliga-Zeiten jetzt auch immer mal wieder gerne hin und guck mir da Fußball an. Aber es ist wirklich schon traurig, wie die runtergefallen sind die letzten Jahre, und das war jetzt mal mit einer der traurigen Höhepunkte, was ich da gesehen habe. Ja, also ich meine, aus der Regionalliga wieder zurück in die dritte zu kommen, ist ja schon schwer genug, aber dann da sind die ja auch total weit von weg. Ja, ja, genau, aber jetzt dann sogar noch da unten drin zu hängen und dann eventuell sogar in die Hessenliga abzustürzen, das ist dann schon heftig für jemanden, der vor ein paar Jahren noch zweite Liga gespielt hat. Ja, ja, gut, gegen Homburg ist relativ weit oben mit dabei, ne? Die sind ein bisschen weiter oben, ja, das stimmt. Aber es ist ja sowieso in der Liga alles entschieden. Also Waldhof marschiert so vorne weg. Genau. Ein direkter Aufstiegsplatz und keinen zweiten mehr. Also wir hatten ja diesen zweiten Relegationsplatz bisher. Ja. Von daher ist da oben ja durch. Ist der Käse gegessen, genau. Ja, Mannheim
habe ich jetzt gelesen, das könnte sich diese Woche schon entscheiden, weil die haben ja einen Punktabzug bekommen. Wollen wir das nachher machen mit dem Regionalliga-Gedöns? Das können wir machen, ja. Dann fassen wir das alles zusammen, wenn wir über die Regionalliga nochmal kurz sprechen, genau. Okay, gab es da sonst irgendwas Interessantes? Also ich meine, das Stadion am Bornheimer Hang, das kennen wir alle schon, da haben wir auch schon das ein oder andere Mal schon von erzählt. Gab es noch irgendwas Spannendes beim Spiel? Oh nö, nicht so richtig. Nicht so richtig. Grüße an Aimi und Felix, mit denen war ich da. Ja, Aimi hält da auch tapfer die Stellung. Also es ist ja wirklich immer weniger geworden in diesem Block, der wird ja immer leerer. In welchem, kann man quasi in welchem von Mal zu Mal sehen, ja, im Stehblock hinter der, also im, was eigentlich FSV-Block ist ja so das ganze Ding hinterm Tor. Ja, das ist ja schon lange nicht mehr voll. Ich sehe gerade, dass Mainz 2 und Stuttgart 2 gerade der erste, also die beiden Teams sind, die direkt über oder unter dem Strich stehen. Ja, wollten wir das nicht nachher machen? Über die Aufstiege wollte ich. Ach so. Die oben sind. Okay. Weil die ja beide runtergekommen sind, auch von der dritten Liga. Ja. Also es sind jetzt. Ja. Okay. Gut. Was hast du uns denn sonst noch mitgebracht, Sonja? Ich habe noch einen doppelten Holländer mitgebracht. Einen doppelten Holländer? Es könnte auch so ein ganz fieses Getränk sein, ne? Für mich noch einen doppelten Holländer. Ja, oder irgendwie so einen. Irgendwas mit Drogen. So eine Wagner-Crossover. Das ist so ein oranger Likör. So ein Bitter. Ja, also du hast zwei Spiele in Holland gesehen, offensichtlich. Richtig, richtig. Ich war ein Wochenende unterwegs. Ich hatte Samstag einen, sagen wir mal, Arbeitstermin in Amsterdam. Und habe mir deswegen Freitagabend was rausgesucht für die Hinfahrt und Sonntagmittag für die Rückfahrt. Freitagabend ist, wie ich schon so oft erzählt habe, zweite Liga-Time in Holland. Ja. Und da sind es ja jetzt gar nicht mehr so viele richtige Vereine, die mir noch fehlen, also alle zweiten Mannschaften, aber ansonsten sind es nicht mehr viele und ich bin gelandet in Os. In Os? Ja. Top. Top. Genau, bei Top Os. Top Os. Oder ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht oder ob man die einzeln ausspricht, weil sie es groß schreiben, T-O-P-Os, wie auch immer. Ja. Ich hätte ja eigentlich mal fragen können, aber war ich vielleicht auch zu faul. Hast du nicht auf die Durchsagen geachtet? Nö. Warum? Naja, da hättest du es vielleicht erfahren. Verstehe ich kein Wort. Ach so. Aber was ich weiß, sie haben gegen den FC Volendam gespielt. Mhm. Volendam, ja. Der Holländer weiß wieder besser. Ja, meistens ist es eher ein F als ein W. Und war ein gutes Spiel. Also das V. Es war ein auch in der Höhe völlig gerechtes 0 zu 0. Oh. 0 zu 0 am Freitagabend. Das war richtig bitter, ein total bitteres Spiel. Also die erste Halbzeit, glaube ich, überhaupt keine Torchance. Und der Stürmer von der Heimmannschaft, oder die hatten einen Stürmer, der einfach immer gefallen ist. Also so der Torwart hatte den Ball, lag auf dem Ball, hatte den schon mehrere Sekunden und dann kam er noch angesprintet und fiel über den Torhüter und hat dann reklamiert, wie bekloppt. Also da habe ich wirklich gedacht, ich will mich jetzt gerade verarschen, was macht der denn? Das hat er dann tatsächlich mehrfach versucht, auch so mit Torhütern oder mit Verteidigern, die einfach schon längst am Boden lagen, weil sie den Ball gerade weggekretscht hatten. Es sah eigentlich richtig erbärmlich aus. Das war das, was mir von der ersten Halbzeit noch in Erinnerung ist. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen besser. Gab es, glaube ich, irgendwie kurz vor Schluss hatte Volendam einen Pfostenschuss noch. Aber sonst war, glaube ich, sehr früh absehbar, dass das auch 0 zu 0 ausgeht. Und was mir dann noch aufgefallen ist, dass im Tor bei Os stand Ronald Koeman. Und zwar der gleichnamige Sohn. Ach. Ja. Hat er auch so ein feistes, käserundes Gesicht. Ja, das habe ich gar nicht so richtig gesehen von da aus, aber also leider, stimmt, das ist ein sehr schönes Gesicht. Aber es ist mir deswegen aufgefallen, natürlich erstmal der Name, wobei der jetzt, glaube ich, so gar nicht so unüblich Koeman, ja, ist. Koeman, ja, gibt es schon öfter mal, glaube ich, ja. Ist mir aber aufgefallen, weil ich es in diesem Stadionheftchen, weil auf Durchsagen höre ich nicht, aber das versuche ich dann zu lesen. Und da standen die Geburtsorte der Spieler dabei. Und da stand bei ihm, während bei allen anderen halt irgendwie irgendeine holländische Provinzstadt stand bei ihm Barcelona. Ah, okay. Da dachte ich so, Moment mal. Dann könnte da doch das ein Zusammenhang sein. Das ist ein Indiz, ja, genau. Genau. Und es stimmte auch. Mhm. Okay. Aber die Chance, meinen Sohn nach mir zu benennen, habe ich vertan. Ja, ja. Ne? Ja. Da muss dann immer so dieses Junior hinten dran. Ja, das ist... Nee, das ist was hast du gegessen da? Oder gab es nichts?
Ich habe, glaube ich, gar nichts gegessen. Keine Fritjes. Nee, ich überlege, muss ich gerade selber überlegen, Keine nicht? Tore, nichts zu essen. Ja, toll, was habe ich eigentlich gemacht dann? Immerhin Aber habe ich eine Karte bekommen. neuer Ground. Okay, Ich habe eine Karte, reingeladen. ich habe eine Ka Gab's auch Ka Karte im Heizstrahler? Familienblock bekommen. Im Familienblock, sehr gut. Weil ich gefragt habe, so, ja, einfach an diesem Tickethaus da gefragt, so, ja, welche Tribüne empfehlen Sie mir denn? Ja, hier, das ist unser Familienblock. So, okay. Sie sind eine So Frau, Sie kommen in den sehe ich also aus. Familienblock. Genau. Ja gut, vielleicht kannst du ja auch noch andere Singles kennenlernen. Oh, da sieht man mehr Dann Tore in seinem wäre es aber Singleblock. der Gegenteil von einem Familienblock. Werdet ihr zu einer Family Familie vielleicht eines Tages? So ein Verkupplungsblock, getarnt als Familienblock. to be Block. Ja, genau. Das wäre mal eine Idee, also ein Flirtblock, so ein Tinderblock. Tinderblock. Kannst du die Leute nach Dann gehe den. ich wirklich nicht mehr ins Stadion. Das wäre die Steigerung von der Kisscam. Ja, Grüße an unsere erste an Folge. unsere allererste Folge, ja. Genau. Aber Kisscam Rebelle, und bin ich Snapback. sowieso in den nächsten Block gegangen, Ah. weil da weniger los war. Also, konnte man einfach Was durchlaufen. können Sie mir empfehlen? Okay, ich gehe woanders Naja, ich wollte ja nur eine Karte kaufen. Ich bin ja froh über jeden Holländer, der mir überhaupt eine Karte verkauft. Ja. Hast du eine Groundhop-App gezeigt? Hier, da war ich überall schon. Geben Sie mir Ach eine so, Karte. der Tante da am, Ja. naja, das beeindruckt diese Omas am Ticketschalter ja nicht. Wer weiß, die sind alle sehr app-affin, glaube ich. Bestimmt, bestimmt. Okay, Ja. Was war noch? dann sonntags. Was hast du denn da noch geschaut? Genau, sonntags habe ich auf dem Rückweg mir den FCM angeschaut. Erste Liga. Die sind aufgestiegen letztes Jahr und deswegen habe ich sie auch noch gebraucht. Da, dass die Eredivisie wieder komplett ist. Ja, ist sie noch nicht ganz, aber wir sind schon wieder nah dran. Okay, was fehlt noch? Sittard fehlt noch. Sittard, das. Die sind wohl aufgestiegen. Ja, Die sind auch aber aufgestiegen, ja. das ist ja quasi, dürfte fast das nächstgelegene von uns sein, ne? Das ist doch so ganz Es im ist, Süden da ja. in Provinz Limburg, wenn ich mich nicht täusche, ne? Genau, deswegen muss ich trotzdem ein Spiel finden, zu dem ich kann. Ja, Ja, und beim das ist auch nicht FC. auch ganz in der Nähe von Kerkrade, Ich meine wollte gerade ich. sagen, also Sonja schafft es ja auch nicht immer mehr, nicht immer so ins Wiesbadener Stadion. Nee, das Von stimmt. daher. Diesmal hat sie mehr holländische Stadien als Wiesbaden. Ja, richtig, richtig. Die Genau. große weite Welt ruft. Okay, also Emmen hast du gesehen gegen? Ja, Emmen habe ich gesehen gegen SC Heerenveen. Mhm. Heerenveen. Ja. Und bei Emmen war es so, dass ich mit denen eigentlich schon mal per Mail Kontakt hatte, weil ich da im Januar schon mal ein Spiel gucken wollte. Und da haben sie aber gegen Eindhoven gespielt, was habe ich, glaube ich, erzählt sogar auch, dass sie mir da kein Ticket vermachen konnten. Und sie meinten so, ja, hier Hochrisikospiel und so, fragen Ah. Sie gerne wann anders nochmal. Okay. Und dann habe ich eine Mail geschrieben, so, ja, dann frage ich gerne jetzt nochmal für das Spiel und das ist jetzt sowas von kein Risikospiel gewesen. Da kam dann erstmal keine Antwort und dann habe ich nochmal geschrieben und dann kam irgendwie zurück, ja, wir legen Ihnen zwei Tickets zurück und dann habe ich nochmal geschrieben, aber ich habe doch nur nach einem Ja, kriegst zwei gefragt. zum Preis von einem. Und dann kam natürlich auch wieder keine Antwort und ich dachte, ja, bin mal gespannt, was ich da jetzt so kriege, ob ich was kriege. Und dann war es tatsächlich nur eine Karte, die sie mir in die Hand gedrückt haben, auf der aber drauf stand Scouting. Was glaube ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht ein Sponsor, aber ich glaube, das war tatsächlich die Bezeichnung für meine Karte, weil das war dann auch so eine Art VIP-Eingang, also wo die meisten VIPs reingegangen sind, die dann nochmal ein extra Bändchen hatten, die meisten für irgendeinen anderen Raum, wo es dann da so also das ganze VIP-Zeug gab. Ich glaube, da waren sogar mehrere verschiedene Räume. Und ich hatte dann nicht so ein Bändchen, aber ich saß dann halt mit denen da im Block und glaube ich, da waren auch so Familien von Spielern und so, wie ich später gesehen habe. Ja, und wahrscheinlich ein paar Dass die dann Scouts. alle darunter sind und halt die Scouts. Und dann war ich wohl auch Scout. War Paul Fernie auch da? Ich habe ihn nicht gesehen. Die Frage ist, ob der Scout von Hessen 3 echt da war. Der Weiß, braucht ja einen neuen Job holländischen bald. Namen, ihn so, der hat glaube ich eh keinen Job mehr. Ja. Das für den war die zweite Karte wahrscheinlich. Ja, stimmt, der hat meine zweite Karte bekommen. Sie Ja. sind es. Jetzt wird langsam ein Schuh draus, ja. Gut, wie war das Spiel? Spiel war ganz nett, also sind relativ unten drin, also auch wieder in akuter Abstiegsgefahr und haben sehr dringend einen Heimsieg gebraucht und den auch geholt durch zwei Tore des Linksverteidigers.
Da sagt man als Eintracht-Fan ja, passiert. Aber sonst ist es eigentlich nicht so gewöhnlich. Gut, wir aus Wiener Sicht kennen das nicht, dass Linksverteidiger Tore schießen. Ja, Da könnte höchstens genau. mal ein Rechtsverteidiger einen Freistoß Ja, siehst du, aber das fand ich dann noch recht bemerkenswert. Eine Ja, super war ein Wette, die ganz ich. nettes Spiel. Bei Sonne. Ja. Alles gut. Klingt gut. Ja, war's. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ihr habt auch SVW. nichts. Nee, wir haben Was nichts, aber wenn alles gut geht, habe ich das nächste Mal was. Also ich habe zwei da los? Stadien Das sagst du jedes Mal. Nee, ich habe das angekündigt, dass das jetzt, wenn ich an Ostern nämlich wegfahre. Aber Micha, du hast zwei Stadien von außen gesehen, hast du gesagt. Ja. Okay. Groundspotting. Groundspotting, nicht Groundhopping. Okay. Groundspotting in Pilsen, ja. Haben die gleich mehrere Stadien? Ja, die Eishockey-Arena habe ich, an der bin ich von außen Okay. vorbeigefahren und ja, genau, also im Stadion von Viktoria Pilsen, weil ich direkt in dem Parkhaus nebendran ein paar Mal geparkt habe. Okay. Und auf dem Weg zur Brauerei läuft man am Stadion von Viktoria Pilsen vorbei. Wir haben schon mal ein Pilsnis, na klar. Genau. Die hatten in der Zeit, in der wir da waren, tatsächlich auch kein Heimspiel. Ich hätte donnerstags nach Prag fahren können gegen Chelsea, aber das Jetzt wahrscheinlich wäre keine mal im Karten bekommen. Familien-Setup, jetzt habe ich gar nicht erst gefragt. Ja, Und auch. wäre jetzt auch Das wäre schwer geworden dann. ja, hat einfach nicht gepasst. Und ansonsten hat der Hockeyclub Skoda Pilsen, der trägt seine Heimspiele in der Home Monitoring Arena aus. Home Monitoring Home Arena. Monitoring Arena. Und das war Das nämlich so, als wir. Stalker Arena. Irgend so ein Pharmaunternehmen ist da Sponsor neben dem namengebenden Skoda. Also Okay. Skoda, die Skoda-Werke sind ja in Pilsen und naja, egal. Also da war ich, wir kamen sonntags an und irgendwie habe ich da montags habe ich dann so ein paar Jungs mit Bier und Schal gesehen. Da dachte ich, ach, muss ich mal nachgucken. Ja, Eishockey ist da Halbfinale. Dann haben sie einen Tag später direkt nochmal gespielt. Wieder Aber Eishockey dann? ja, Achso, okay. genau, die haben direkt. War das irgendwie so eine Playoff-Serie oder Ja, was? die machen dann da auch da Best of Seven und haben dann direkt nach zwei. Okay. Egal, also haben direkt zweimal verloren daheim. Aber ich war nicht da, von Du daher. warst nicht da. Nee, nicht. Dann müssen wir das auch nicht vertiefen. Nein. Aber gerade nochmal zu dieser Arena da von Pilsen, also von Viktoria. Die haben doch da mal vor ein paar Jahren gebaut, oder? War das nicht so? Oder umgebaut, neu gebaut, irgendwas? Also, wenn man da Oder eine Tribüne außen zumindest? vorbeiläuft, ist auf der einen gerade auch so ein recht großer Monitor, den man von außen dann sieht, Okay. wo dann einfach so ein bisschen Werbung läuft. Ich hatte auch mal ein, zwei Bilder geschickt euch. Das sieht schon so ganz nett aus, Ja, weil das Stadion. haben die Bayern nicht vor ein paar Jahren mal da in der Champions League Vorrunde gespielt und Meine, ja. beziehungsweise also gegen Viktoria Pilsen, aber die Ja, sind dann ja. glaube ich dann ausgewichen, weil also entweder war Baustelle oder es ist immer zu klein, weiß ich nicht. Irgend sowas war da. Naja, ist auch egal. Okay, dann. Ja, ist die Dosan Arena und Darfst du gerne wieder aufgreifen, wenn du mal drin warst. ja, 11.000 Plätze ist wahrscheinlich dann. Für Champions League wahrscheinlich knapp. Ja. Egal. Naja. Okay, dann, also in der deutschen zweiten Liga zum Beispiel, bräuchtest du damit nicht ankommen, Nee. ne? Dürftest du damit nicht ankommen? Ja, kannst du schon versuchen, aber dann kriegst du vielleicht keine Lizenz. Das ist dann die Gefahr. Okay, dann sprechen wir mal über die letzten Spiele des SVW in Wiesbaden. Wir hatten aufgehört Mitte März. Bei uns steht als nächstes auf dem Programm das Spiel in Halle. Das war ja so das erste von ja gleich zwei Topspielen hintereinander, die auch alle gut für uns oder beide gut für uns ausgingen. Mit einer sehr überzeugenden Leistung in Halle 4:1 gewonnen. Ja, da hat man unseren besagten Rechtsverteidiger gleich am Start. Ja, also genau, du hast da, ich glaube, Halle hat nach den zwei Traumtoren erstmal da gestanden, hat gesagt, ja, super, jetzt liegen wir hier 2-0 hinten und konnten eigentlich gar nicht viel machen. Ja. Pech. Ja, Pech gehabt. Individuelle Qualität halt. Genau. Ich hatte ja vorher noch die tolle Statistik rausgekramt, dass wir gegen Halle immer gewonnen haben, wenn wir mal geführt haben. Und Konsequenz war, am besten einen frühen Freistoß von Kuhn irgendwie haben und gleich für 1:0 in Führung. Das ging tatsächlich genau so auf. Das freut mich, wenn so ein Plan funktioniert. Wobei das ja jetzt auch gar nicht so die klassische Position war, wo du einen Freistoß dann auch direkt reinklopst mit rechts.
Genau, war Das mehr. sagte ja der Kommentator auch, Ja. ne? So, ah, das ist jetzt für ihn leider ein bisschen weit weg. Ja, ich glaube, die Entfernung war jetzt gar nicht das Thema, aber es war halt eher so vom rechten Strafraumeck. Ja, Und beides ein ja, bisschen. Es das waren ja war schon weiter weg als 25 die Meter, anderen. oder? Ja, das stimmt, ja, war auch relativ weit, kommt schon hin, ja. Aber er hat sich so hingestellt, dass der Torwart in der falschen Ecke stand. Ja, und dann hat er halt ins Torwart-Eck dann quasi auch noch reingezwirbelt, quasi so. Also es gab noch eine Aufnahme, habe ich noch gesehen. Das war von irgendjemand, hat das aus dem Gästeblock gefilmt mit dem Handy. Hatte ich euch das auch geschickt? Ja, genau. Also da konnte man so die Flugbahn von dem Ball nochmal sehen, weil das war quasi genauso in der Verlängerung oder in der Geraden. Ganz fantastisch. Also was für eine tolle Kurve der nimmt und dann da gerade so rechtzeitig wieder dann ins Eck dann einschlägt. Also war schon ein sehr geiler Freistoß. Ja, das 2-0 Schipnowski, was hat der gemacht? Ja, da war die Vorbereitung halt geil. Also war ja Mrowca, der in der eigenen Hälfte, Ah ja, genau. also aus der eigenen Hälfte nach dem gewonnenen Zweikampf oder wie auch immer, sich dann dreht und dann so ein, ja, 50 Meter hätte ich jetzt mal grob geschätzt oder 40 Meter einfach diagonal, weil er eher so auf der linken Seite stand und halt rechts auf Schipnowski und der dann aber auch den Ball im Vollsprint oder zumindest im Sprint vom Verteidiger verfolgt. Einfach einmal annimmt, wirklich so einen langen Ball, perfekt mitnimmt und direkt danach abschließt. Ja, nur einmal, ich sag mal, mit der einer Berührung den Ball runtergeholt und dann mit Genau. der nächsten dann direkt Also abgeschlossen, in der flüssigen ja. Bewegung so einen weit geschlagenen Ball so mitzunehmen, dass du aus vollem Tempo abschließen kannst, ohne dass der Verteidiger noch ein Bein dazwischen kriegt und dann auch noch ins lange Eck schießt. Also das war richtig geil, ja. Also das hat mir noch besser gefallen wie der Kuhn-Freistoß. Ja, waren beides natürlich Traumtore, ja, hast schon recht. Genau. Nach der Pause durfte auch Scheffler mal wieder ran. Wie war denn das? Das war das wohl nur so aus kurzer Entfernung. Irgendwie Flanke von links. Schipnowski legt nochmal mit Kopf in die Mitte zurück und Scheffler steht da irgendwie ziemlich alleine und kann den dann irgendwie aus kurzer Entfernung dann über die Linie schieben. Ja, da dachte ich, jetzt haben sie sich aufgegeben. Das war gerade, also man hat schon gemerkt, die wollten jetzt Also nochmal, Halle. ja genau, Halle wollten nochmal angreifen, kamen schon ein bisschen mit Schwung raus irgendwie, haben so ein bisschen probiert, haben dabei aber in dem Moment völlig die Abwehr vergessen irgendwie. Also das war ganz schlecht, dafür, dass die ja eigentlich, was ich glaube, so mit die wenigsten Gegentore überhaupt hatten. Da hast du dich, welches Spiel war das? Welches Heimspiel war das, wo wir das auch mal so gemacht haben? Wo du meintest, es ist doch noch so lange und da wären total offen und dann kriegen wir es 3-1. Das war Montags. gegen Jena, war das in der Das war das Hinrunde. Montagsspiel gegen Jena. Ja. Ja, so haben die da auch gespielt. Noch ein bisschen früher. Genau, ja. Ich meine, klar, dass du mehr Druck machst, aber also, ich meine, es waren ja Verteidiger da, von denen ist ja nicht so, dass die jetzt entblößt werden, aber die haben bloß einfach überhaupt nicht angegriffen, Nicht richtig. Das ist, verteidigt. ja, Hat genau. Scheffler den nicht sogar noch gestoppt, bevor er den über Ja, den Weg genau. Der geschubst hat? Das Ding konnte so einen noch Meter vom annehmen. Tor, ja. 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 Genau, ja gut, und dann mit 3-0, denkst du, ist die Sache dann eigentlich gelaufen, aber im direkten Gegenzug kam es 3-1. Dabei blieb es dann aber eigentlich auch bis in die Nachspielzeit hinein. Aber es war dann schon nochmal nach dem Ist, nach dem 3-1 oder 3-1, 1-3 ja. gab es ein paar brenzlige Situationen. Genau. Die haben ja diesen kantigen, ich glaube, Mai heißt der war Ja. Verteidiger, spielt jetzt da im Sturm oder hängende Spitze oder sowas. Ja, genau. Gegen uns hat er überhaupt keinen Abschluss. Naja, einen hat er, glaube ich, ne? Oder? Ja, gegen uns hat er. Ja, ich glaube, es gab einen Kopfball auch, der noch gefährlich war und einmal so knapp daneben gegrätscht. Also, es gab dann schon nochmal Genau, Brenner. es war so, in den paar Minuten direkt danach waren ein paar so kribbelige Szenen drin. Das waren, ja, weiß ich nicht, aber so. Ab der 60. oder sowas hat das nachgelassen. Ich meine, die waren zwar schon noch Ja. aktive, aber da wurde es nicht mehr richtig gefährlich. Genau. Genau. Und ja, und dann in der Nachspielzeit macht Schäffler dann noch einen rein. Nach Flanke von Hansch. Per Kopf. Aber ja, gut, das war dann schon 93. Minute oder sowas. Ja, ein Ja, sehr schöner. du Bitte? tust das so ab, aber es ist gegen den direkten Konkurrenten Tor zählt ja quasi dann wirklich doppelt. Also wenn du aufs Torverhältnis gehst, von Zu dem Spiel daher. kommen wir gleich noch. Ja, stimmt. Nee, von daher fand ich das dann schon ziemlich geil, dass sie dann noch einen draufgepackt Ja, haben. na klar. Ja, das Torverhältnis ist auf jeden Fall gut. Genau. Nee, ich wollte das nicht so abtun. Ich wollte es bloß heute mal tatsächlich ein bisschen
bisschen knapper halten mit unseren Spielbetrachtungen, sonst sind wir wieder eine Stunde lang mit den Spielen nur beschäftigt. Ich sag ja schon nichts mehr. Nein. Input jederzeit willkommen. So, und dann kam direkt der nächste Knaller. Genau, dann geht's direkt weiter mit dem nächsten Knaller. Moment. Jetzt nicht, dass ich durcheinander komme. Da war nämlich das erstmals Hessen-Pokalspiel, genau. Mittwochs. Da hatten wir ja auch so ein bisschen so ein Déjà-vu zum letzten Jahr. Da hatten wir auch irgendwie das Hessen-Pokal-Halbfinale zwischen zwei wichtigen Spielen, so im Saisonendspurt. Und das ging ja irgendwie so ein bisschen in die Grütze. Sowohl die Spiele. Und zwar alles. Und zwar alles, genau. Also sowohl die Ligaspiele als auch dann das Pokalspiel dann mit einer, naja, sagen wir mal, einer besseren B-Mannschaft damals. Aber so weit kam es diesmal nicht. Obwohl es eine bessere B-Mannschaft war. Ja, naja, so der halbe, ne? So die Hälfte hat er ungefähr ausgetauscht. Ja, erstmal mussten wir hinfinden, Sonja. Wir sind zusammen hingefahren. Und haben erstmal. Ich hatte es noch eingetragen in die Hassrubrik. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt erzählen wollen oder später. Ach so, genau, da steht ja noch was. Ja, willst du es dir noch aufheben? Ja, klar. Ja, keine Ahnung. Es sei denn, ihr habt eine andere Hassrubrik, die ihr machen wollt. Nö, passt schon. Also unser Hinweg ist die Hassrubrik. Okay, dazu später mehr. Cliffhanger. Und nun zum Spiel. Genau, das Spiel. Ja, wir waren dann pünktlich zum Anpfiff waren wir da. Ich war mit der Aufstellung deutlich zufriedener als letztes Jahr. Ja, genau. Nee, also es waren war eine gute Mischung, fand ich. Also Torwart hat mich überrascht. Nö, hat mich jetzt nicht so. Hat, genau. Aber ja. Ging ja auch gut. Genau, Lorch haben wir da zum ersten Mal in der Innenverteidigung gesehen. Das hat er jetzt ja auch in der Liga zweimal gespielt. Ja, jetzt in der Liga eher mit überschaubarem Erfolg. Also, Watkowiak im Tor, ne? Ja, genau. Ja, wen hat man sonst noch? Dittgen, Lorch. Ich glaube, Schmidt hat dann gespielt, der in der Liga ja ein bisschen raus war, ne? Genau, und Kuhn auch. Also hinten eigentlich. Nur ein Wechsel. War Darmstadt schon verletzt? Da hat Redemann oder Modikak. Nee. Ich meine, hat er die komplette Innenverteidigung spielen lassen? Ich glaube, die waren beide noch nicht mal im Kader. Ah. Ja, das hat mich noch gewundert. Schmidt hat auf jeden Fall gespielt. Gül. Wen hatten wir sonst noch? Schäffler hat auch gespielt. Hast du es sonst noch, kriegst du noch zusammen, Sonja? Wer fehlt denn überhaupt noch? Haben wir nicht schon 11 aufgezählt? Nee, es fehlt noch irgendwie 2 im Mittelfeld, ne, meine ich. Wer hat denn defensives Mittelfeld gespielt? Schwadorf kam erst später rein. Wer hat denn da auf der Schwadorf anderen Seite? Schwadorf wurde eingesetzt. Diawosi hat von Anfang an gespielt. Genau. Genau, und zweiter Stürmer neben Schäffler. Wer war das? Schmidt. Er hat nicht Schiré gespielt? Nee, ich meine nicht. Der nicht gespielt. Ja, haben wir irgendwo eine Aufstellung? Ja, wir können es nachgucken. Beim Stehblock leider nicht. Stehblock ist bestimmt ein Ausbau. Was? Natürlich. Nein. Ja? Hat er doch nicht. Vielleicht sehe ich es nicht. Ja, ist egal. Ja. So, pass auf. Ich hab's jetzt. Watkowiak, Kuhn, Mockenhaupt, Lorch, Dittgen, Hansch, Gül, Titsch, Rivero, Diawosi, doch, Hansch, ja. Schmidt, Schäffler. Ja. Eingewechselt Schwadorf, Schipnowski und Schiré. Genau. Ja, okay. Es haben nur wenige eine Pause bekommen, sagen wir so. Ja. Fand ich aber auch gut. Eine Hälfte. Okay. Wir hatten auch keine Pause, wir sind ja auch. Ja, es gab ja auch sonst nicht viel englische Wochen, also die kannst du ja dann auch schon mal spielen lassen. Genau, muss mal gehen gegen die Regionalligisten. Ja, bei Hessen 3 Eich, wie erwartet, Pezzoni. Und von den Hesses, glaube ich, einer hat gespielt, oder? Wie war einer, das? Einer, ja. Ja, ich habe vergessen, welcher. Gut, das Spiel ging eigentlich ganz okay los. Also es war jetzt, Wehen war jetzt nicht drückend überlegen, aber hat dann halt irgendwie die Tore gemacht. Erstmal Schmidt schon relativ früh. Was war das? Vielleicht so 10 Minuten oder sowas, keine Viertelstunde rum. So ja, es war total früh. Ja. Und dann irgendwann ein Weilchen später dann auch nochmal Kuhn mit links aus dem Spiel heraus. Da dachte ich auch, okay, jetzt geht alles bei Kuhn. Ne? Jetzt trifft er auch noch mit links. Ein schöner Schlenzer. Dann 2-0 zur Halbzeit. Eigentlich jetzt nicht spektakulär, aber relativ entspannt.
Dann hat aber Dreieich dann kurz nach der Pause einen Elfmeter bekommen. Und wie wir später dann auch lesen und nicht wirklich sehen konnten. Also ich meine, es gab ja so einen Zusammenschnitt, aber da konnte man eigentlich auch nicht erkennen, was da gewesen sein soll. Ja, von uns auch sowieso nicht, weil wir hinter dem anderen. Genau, das war auf der anderen Seite. Ja, ich habe nur den Zusammenschnitt gesehen und konnte die Proteste sehr gut verstehen. Ja, also es gab wohl irgendwie einen leichten Schubser, aber ja, also man war sich wohl auch so an den Seitenlinien irgendwie weitestgehend einig, den hättest du eher nicht pfeifen müssen. Ja, hat aber Dreieich nicht gestört, die haben den reingemacht. Und dann stand es nur noch 2-1 und dann haben sie tatsächlich dann auch sich bemüht. Sonja, hast du den Eindruck, es wird eng? Also eigentlich nicht. Eigentlich, wie du sagst, bemüht, ja, aber so richtig, dass sie uns jetzt erdrückt haben, fand ich nicht. Natürlich weißt du, ich meine, wir haben schon so viele Fußballspiele gesehen, dass da irgendwie noch einer irgendwie blöd reinfallen kann dir immer passieren und dann sind sie auf einmal wirklich da, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns riesige Sorgen machen müssen. Was mich dann eher besorgt hat, war, dass nach dem Elfer war dann erstmal Dreieich besser, aber das pendelte sich dann so wieder ein und dann hatte Wehen halt echt gute Chancen, die sie allesamt dann vergeben haben. Scheffler, das war ja wirklich dann erst kurz vor Schluss, als Scheffler das 3-1 macht. Genau, ja. Aber davor hätten die das schon längst machen müssen und einfach diesen Deckel da drauf. Ja. Das hat zu lange gedauert. Genau, so muss man halt bis zum Schluss eigentlich noch, wie gesagt, nicht zittern, aber so eine Restunsicherheit bleibt. Genau, Scheffler dann ein paar Minuten vor dem Ende dann den Endstand zum 3-1 erzielt. Ja, jetzt kein spektakuläres Spiel. Wir hatten auch ein bisschen Pech, dass wir jetzt nicht an die vorher noch im Radio beworbene Fressmeile konnten, weil die war irgendwie hinter dem Heimfanbereich. Bei uns gab es nur irgendwie so eine latschige Bockwurst. Das war irgendwie das Einzige, was gab. Da grinste der Micha. Ja, das war ein bisschen enttäuschend. Also gab jetzt noch nicht mal, dass du sagst, irgendwie gibt es jetzt eine Bratwurst oder eine Bockwurst oder eine Ritzwurst oder irgendwas. Nein, es gab nur eine Auswahl und das war's. Naja, gut. Sei froh, dass was da ist, scheiß Gästefans. Das stimmt, aber nachdem sie halt bei uns extra noch so den Mund wässrig gemacht haben vorher. Ja, müsst ihr euch gerade für den Heimblock holen. Ja, da hätten wir auch nicht so weit laufen müssen. Na gut. Ich freue mich auf die Geschichte. Okay. Ja, also damit im Hessen-Pokalfinale mal wieder gegen den KSV Baunatal und wie mittlerweile auch festgelegt wurde, in Baunatal. Und Termin ist noch nicht ganz fix. Das wäre nämlich Tag des DFB-Pokalfinals, also am 25. Mai, sind jetzt auch die ganzen Länderpokalfinals. Aber ein Tag vorher ist das Relegationshinspiel, wo ja durchaus eine Chance besteht, dass wir das bestreiten. Und in dem Fall würde dann das Hessen-Pokalfinale verlegt werden. Auf einen noch zu definierenden Termin. Zum Glück, weil die Verlegung ist ja auch nicht, also war das letztes Jahr oder so, als der KSC dann die komplette zweite Mannschaft zu dem Länderpokalfinale hingeschickt hat, weil sie einfach genau am nächsten Tag Relegation gespielt haben oder so? Nee, die hatten auch einen Tag vorher, das war genau die gleiche Situation. Ja, irgendwie sowas, ne? Und ich finde es sehr gut, dass sie das jetzt sozusagen mit ausgemacht haben, okay, im Relegationsfall verschieben wir das. Ja, ich meine, klar, wenn du in der Relegation spielst, dann das heißt, du bist Dritter, das heißt, du bist qualifiziert, von daher, es geht, also für den DFB-Pokal, darum geht es dann nicht mehr. Gut, aber kannst ja schon Titel gewinnen. A, das und B, es entwertet ja dann auch sonst irgendwie so ein Länderpokal, wenn du dann halt da im Prinzip halt nur noch so, ich glaube, die hatten sogar die Jugend oder irgendwas hingeschickt, irgendwie die A-Jugend. Ja, die hatten, glaube ich, noch eine zweite Mannschaft oder so. Ja. Wenn du das, also sollte das so kommen, dann musst du das Pokalspiel, aber musst du es eigentlich vor die Relegation? Also deutlich vor die Relegation. Naja, setzen. Das weißt du aber vielleicht auch erst die Woche vorher. So, das stimmt. Hinkriegst. Ja, weil wenn angenommen, die steigen, sollten in der Relegation aufsteigen, dann kannst du auch die zweite Mannschaft schicken. Zum ersten Pokalspiel. Und sollten sie halt nicht aufsteigen, gut, dann ist das auch egal, weil das Sportliche dann wertlos ist. Klar, kannst den Titel gewinnen, okay. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Euro in den Verträgen der Spieler. Ich hoffe schon mal, dass die dich nicht schicken. Ja. Aber
Also mit der Motivation bin ich ja froh, dass wir nicht ein Heimspiel bekommen haben, ja. Ja, Wenn der genau. Stadionsprecher dann schon keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Ja, beim Heimspiel ja, vielleicht. Jetzt hier sein, aber ja. Ich habe ja jetzt aus Sicht der Mannschaft gesprochen. Okay. Ja. Auch das ist bedenklich. Schauen wir mal. Also es gibt ja auch noch die Varianten, dass wir nicht in der Relegation spielen. Ja. Ja. Okay. Also, so viel zum Hessen-Pokale. Pokale? Pokal? Hessen-Pokal? Hessen-Pokale. Genau. Hessen-Pokal-Halbfinale. Ja, und dann ging es sonntags gleich weiter gegen den Karlsruhe SC. Heimspiel vor, ja, dann ausverkauftem Haus oder nahezu ausverkauftem ja, fast. Haus. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Kapazität jetzt berechnen, aber ich glaube, dass es 7,5 sind nur noch. Ja, zumindest in diesen in Anführungszeichen Risikospielen. Das galt wohl als Risikospiel mit, weil so viele Gästefans wahrscheinlich kommen einfach. Alle noch folgenden sind genauso Risikospiele. Ja, jetzt Fortuna Köln sicher nicht, aber noch die anderen. Folgenden. Ja, jetzt. Genau, die anderen beiden noch, ja. Ich weiß, dass die Gäste 2.500 Karten kriegen. Genau, das ist ihre Tribüne und dann ja. gehe ich davon aus, ist, ne? dass sie auch 2,5 auf unserer Tribüne berechnen. Und die Sitzplatztribüne werden da wahrscheinlich auch nochmal 2,5 sein und dann bist du bei 7. Ja, drei müssten das eigentlich ja, sein, gut, aber. Bist du bei 8. Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen reduziert. Also eigentlich sind ja jetzt offiziell haben wir ja 9.000 Plätze, dadurch, dass halt die bisschen mehr als 3.000 jetzt weggefallen sind. Mhm. Aber ja, sie machen die Stehplatztribünen ja nicht ganz voll. Ja, also, aber jedenfalls waren es, was waren es, 7.000 Apps? 7.100 oder irgend sowas, glaube ich. Ja, also ich dachte sogar ein bisschen mehr, aber... Oder 7.4, was waren es? Ja, das dachte ich eher, aber es war auf jeden Fall... Es ist durchgesagt, du musst es mal wissen. Ich weiß, dass beim letzten Spiel gegen Köln 2.421 waren. und ich weiß auch, dass die Nordwand sehr cool aussah, wenn sie dann so gefüllt ist. Wenn da mal überhaupt alles offen ist, ne? Ja, waren tatsächlich ja, auch... Ja, es war alles offen und es war durchweg gefüllt. Also es gab jetzt da keine Lücken. Natürlich waren sie jetzt nicht dicht gedrängt. Aber es sah gut aus. 7.451. Ja, genau. Ja, und was wir ja schon häufiger mal hatten, wenn dann so ein Ligaspiel mal gut besucht ist, dass wir dann eher ein schlechtes Spiel dann sehen, oder zumindest eins von unserer Mannschaft, das hat man schon öfter mal in der Vergangenheit, wo dann halt auch so die Leute, die dann jetzt vielleicht mal so ich sag mal, Eventfans oder sowas, die jetzt mal so zu besonderen Gelegenheiten kommen, dann eher wieder abgeschreckt werden. Aber diesmal konnte man tatsächlich ein bisschen Werbung für den Verein machen. Vielleicht kommt der ein oder andere auch dann mal wieder. Denn wir haben ein gutes Spiel gesehen. Oder? Micha, hast du es auch so in Erinnerung? Ja, es war halt ein Spiel, also abgesehen davon, dass ich da auch nochmal eine besondere Anspannung bei mir gespürt habe. Weil es ja dann einfach ein ja, das direkte Duell war und es war klar, wenn du es verlierst, ist der KSC 6 Punkte weg, während du halt mit einem Sieg ihn halt überflügen hast. Und du hast auch gemerkt, es hat von Anfang an auf dem Platz jetzt nicht geknallt, aber es ging gut zur Sache, da war direkt eine hohe Intensität drin, es gab jetzt am Anfang nicht die Riesenchancen, aber gut, es gipfelte dann ja in dieser Szene worüber wir uns dann ja auch schon aufgeregt haben, außerhalb des Podcasts, wo Schwadorf links hinter Gordon war es, glaube ich, ne? Ja, einer von den beiden Innenverteidigern war es, Gordon oder Pizot, einer von den beiden, ne? Ja, auf jeden Fall gab er den Laufduell, der hat ihn dann geblockt und erst hat er ihn mit legalen Mitteln geblockt und dann hat er ihn auch einmal so angelaufen, so leicht angecheckt und als er dann gemerkt hat, dass der Schwadorf nicht locker lässt, dann hat er dann nochmal schön den Ellbogen aus oder halt unschön den Ellbogen ausgefahren und hat den Jules Schwadorf eben im Gesicht erwischt, aber halt wohl so clever noch, dass der Schiri es entweder nicht gesehen hat oder nicht wahrgenommen hat oder nicht wahrnehmen wollte. Weil das oder als war, nicht so schwer also erkannt. Also Zeichen des Videobeweises wäre das auf jeden Fall eine rote Karte nach Videobeweis geworden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, gibt es ja bei uns nicht. Und dann war halt das Geile, dass
Also da war dann, ich glaube, Dittgen war dann noch dabei und Scheffler war in der Nähe. Die haben sich dann beide auch aufgeregt, während Schwader vom Boden gelegen hat. Und dann gab es kurz später, da gab es dann eben Abstoß für den KSC danach, nachdem sich das kurz gelegt hatte. Der wurde dann irgendwie nach links außen gespielt. Das war ja von KSC-Seite, also die rechte Seite. Und ja gut, und dann haben die nicht wirklich nach vorne gespielt, haben so hinten rumlaufen lassen und dann haben Scheffler Anlauf, ja. als Gordon wieder am Ball war. Und dann hast du richtig so Einschlag und haben dann so schräg, von schräg hinten kommend umgemäht. Allerdings hat er auch noch so ein bisschen Ball gespielt und er kam nicht ganz von hinten. Und das hat ihn, glaube ich, vor dem Platzverweis bewahrt, aber es war auf jeden Fall eine saublöde Aktion, sagen wir. War keine hellgelbe Karte. Nee, also. War eine gut gelbe Karte. Jetzt eigentlich. Eine gut gemeinte gelbe Karte. Also gelb für Blödheit eigentlich schon, weil ich meine, so kurz danach und dann so ein Revanche-Foul mit Anlauf, den da reinbringen. Darf ich auch nicht so provozieren lassen. Der hat ja danach auch nicht aufgehört. Der hat ja danach noch weiter rumgemeckert. Also und nach so. Der Definition war es ja streng genommen kein Revanche-Foul, weil er nicht gefoult wurde. Ja. Aber er hat natürlich seinen Mitspieler. Gerecht. Gerecht. Ja. Und. Ich habe danach noch mit dem die Szene mit dem Jörg, also mit dem Pressesprecherbock, der hat die sich nochmal angeguckt, weil er wollte wissen, wann das war. Und dann habe ich gemeint, oder der wollte erst die andere Szene gucken. Dann hat er gemeint, das war ganz wichtig, diese Grätsche. Der fand es voll gut, dass der den umgemacht hat. Ne? Klar, wenn er vom Platz fliegt, dann wäre es scheiße. Ja, ich meine, und du hast dich einfach dem Risiko ausgesetzt, da vom Platz zu fliegen. Wie gesagt, er hat den, wenn der Gordon den eine halbe Sekunde früher abspielt, dann der Ball weg ist, dann fliegt er, glaube ich, vom Platz. Ja, könnte schon sein, ja. Ja, nee, aber das hast du wirklich so richtig, wie er so Anlauf nimmt, dachte ich so jetzt, wenn es schon so eine Sekunde vorher den ganzen Film so vor dir ablaufen hat. Ja. Ne? Man hat ihm angesehen, was er jetzt macht. Ja. Naja. Da muss er wenigstens danach sich schnell irgendwie da wegtrollen, ey, und nicht noch weiter schimpfen. Der hatte echt gebettelt um alles. Oh, ja. Das war schon knapp, ey. Genau. Ja, also die erste Halbzeit war tatsächlich, ich sag mal, nicht so schöner Fußball. Das hat eher so von den Zweikämpfen gelebt. Viele große Chancen gab es auch nicht. Doch. Kurz vor der Pause für Karlsruhe. Stimmt, ja. Das war eigentlich so die erste richtige Torchance. Da habe ich dann aber tief durchgeatmet. Ja, das stimmt. Das war direkt vor eurer Kurve, ne? Ja, genau. Ja. Oder vor uns. Ach, vor eurer Kurve hier, der feine Herr. Der feine Herr hat schon mit uns nichts mehr zu tun, ne? Ja, vor unserer Kurve. Genau. Aber genau an der Stelle passierte es dann kurz nach der Pause, glücklicherweise nach dem Seitenwechsel, als nämlich Scheffler in eine Flanke von, wessen Flanke war es? Kuhn, der war nämlich noch auf der linken Seite, weil kurz vorher gab es einen Eckball, den er ausgeführt hatte. Und der Ball kam dann irgendwie nochmal da zurück, ansonsten hat er da eigentlich nichts zu suchen, links vorne. Und er flankt dann rein und Scheffler, ja, mit so einem artistischen Sprung, auch relativ hoch mit dem Bein, da dachte ich schon, ui, das kannst du auch eventuell abpfeifen. Weil das dann schon so, na, zumindest schon mal so Richtung, fast schon Schulter hoch dann irgendwie war. So in der Größenordnung. Aber so halt an dem Verteidiger vorbei, ich glaube, das war auch wieder Gordon, ja. Spitzelt er den Ball dann da rein. Zum natürlich viel umjubelten 1:0. Aber es hat sich niemand beschwert. Also weder Torwart noch Verteidiger, die haben alle nur halt sich geärgert über das Tor, aber da hat jetzt keiner irgendwie reklamiert oder sowas. Von daher denke ich, gut, dann. Ich habe mir im Nachhinein bei der Szene nochmal gedacht, wenn da Gordon, heißt er eigentlich Gordon oder Gordon? Nee, Gordon, gell? Ich weiß es gar nicht. Also, ihr wird meistens von den Kommentatoren Gordon ausgesprochen. Ja, genau. Ich gehe mal davon aus, dass die es wissen. So wie Marcelo Bordon damals. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir nur gedacht, wenn Gordon da auch einen halben Schritt näher dran ist, ja, oder mit dem Kopf zum Ball geht, dann fliegt Scheffler da mit Gelb-Rot vom Platz und steht 0-0. Ja, genau. Weil der hatte seinen Kredit, glaube ich, verbraucht. Von daher war das natürlich, er hatte genug Abstand. Und er hat es gepasst. Und er hat es auch einfach super gemacht, weil an der Höhe musste ihn dann auch erstmal dann so. Ja, ja, und dann auch gerade noch so da so rein drücken, ne? Reinschnippeln da oder reinschnicken. Ja, war schon gut. Hat die Bude gekocht. Richtig. Dann gab es mehr Chancen so in der zweiten Halbzeit, also auf beiden Seiten. Wir hatten nach dem Tor auf jeden Fall noch zwei, drei Gelegenheiten nachzulegen auch.
meine ich, oder? Ja, aber auch direkt danach hatte auch, wer ist, glaube ich, Poirier, der Ein Torjäger von Kopfball, glaube denen, ich, gell? der hatte so einen Kopfball, der war nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, ja, also wir hatten auf jeden Fall auch eine Szene, wo die den Ball nicht wegbekommen haben im Strafraum. Und dann war doch nochmal Schäffler, wo der Torwart so gut gehalten hat. Der Uphoff. Der diesen Schuss von Schäffler Richtig. dann da noch, wo er noch die Hand dran kriegt. Und Ja, der hat ein paar Mal richtig gut gehalten. ja, auf jeden Fall. Ja, Also er hat zweimal stark gehalten das und. eine, genau, der Schuss da aus kurzer Distanz, das war noch ganz cool, weil dann, gut, Uphoff jubelt, Schäffler ärgert sich irgendwie so und dann stellen sich halt man so dann zum Eckball bereit und Schäffler geht halt nochmal hin und sie klatschen halt nochmal ab irgendwie. Das fand ich dann schon eine ganz coole Szene. Also beide haben sie halt gegrinst, ne? Das ist, finde ich dann auch ganz nett, also obwohl ich meine große Anspannung und so weiter, ne, es geht um viel und aber trotzdem hast du halt noch so Zeit für, ich sag mal so, sportliche Gesten halt, ne? Und siehst halt, der andere hat es halt auch gut gemacht, okay, kann man auch mal anerkennen. Ja. Gut, und dann gegen Ende gab es noch ein paar gute Kontergelegenheiten. Die erste hat der Schmidt noch versemmelt. Aber dann kurz danach hat er wieder eine und diesmal hat er es richtig gemacht. Die erste hat er versemmelt, weil er nochmal abgelegt hatte auf Scheffler, statt selbst abzuschließen. Scheffler stand zu dem Zeitpunkt dann aber schon im Abseits. Das war dann Mist. Und beim zweiten Mal hat er es dann eben nicht mehr gemacht und der abgefälschte Schuss fällt dann ins Tor. Ja, 2-0-Sieg gegen Karlsruhe, den nächsten direkten Konkurrenten geschlagen und damit waren wir dann erstmal Tabellenzweiter. Sonja, was hast du sonst noch zu dem Spiel anzumerken? Dass die Karlsruher die Fresse halten sollen. Ah, genau, ja, okay, klar. Es gab natürlich dann später, ja, oder erzähl's doch gerade mal eben kurz noch, großes Palaver. Also es war eigentlich der Palaver gar nicht nur später, sondern schon in der Halbzeit. Also ich habe es bei Telekom Sport geguckt oder Magenta Schieß mich tot, wie das jetzt heißt. Und da war Kreuzer, also Sportdirektor KSC Oliver Kreuzer im Halbzeitinterview. Und da fing er irgendwie schon an, das so zu erzählen. So, ja, das geht ja gar nicht hier die Wiener Bank und dass sie da zu uns rüberrufen, halt die Fresse und so. Und das wüsste man ja eh und bla bla bla. Und das würde sich ja nicht gehören, auch in so einem hitzigen Spiel, dass man da so ausrastet. In der nächsten Szene wurde er dann nach dieser Tätigkeit von Gordon gefragt und meinte, ja, im Eifer des Gefechts, das muss man verstehen und so. Also, das ist jetzt auch nicht gerade so der allersympathischste, muss ich sagen, nach diesem Interview. Aber natürlich, diese Vorwürfe wurden dann auch natürlich aufgegriffen, auch von den Fragern. Und dann hatte Alois Schwarz, also KSC-Trainer, das dann auch nochmal, ist, glaube ich, ein sehr ruhiger und diplomatischer Mensch, aber er hat das dann auch nochmal so mehr oder weniger bekräftigt und ja, dass da noch mehr gefallen ist in seine Richtung und so. Und Rehm haben sie auch gefragt und der hat da relativ schnell gesagt, so habe ich so nicht gesagt, nö. Und so stand das dann da im Raum und es ging aber eigentlich am nächsten Tag ja auch noch weiter. Also Kreuzer hat es dann nochmal irgendwie nachgelegt, glaube ich, beim SWR nochmal gesagt, so ja, das ist so gefallen, ich habe Zeugen dafür, dass er das gesagt hat und wie auch immer. Und Rehm hat das dann, der war ja dann abends bei uns im Heimspiel im Hessenfernsehen, hat das da eigentlich so relativ ruhig wegmoderiert, so von wegen, Ja, ist ja, einmal alles bestritten, ne? habe ich nicht gesagt und eigentlich schätze ich die auch und so weiter. Also, ja, es gab mal, ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass da mal so ein bisschen Feuer drin ist. Also. Vielleicht hat er es wirklich nicht gesagt und es war der Co-Trainer. Ja, oder der Sportdirektor. Oder der Sportdirektor, wer weiß. Was da alles so sitzt, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sieht das ja, also dass die immer an beiden Enden brennen da auf der Bank. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass das teilweise auch mal überdreht, selbst uns überdreht vorkommt. Und es ist unser Verein, dass die da, glaube ich, auch mal echt am Rumschimpfen sind und auch auf die gegnerische Bank, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, dass, also halt die Fresse war ja das, was gefallen sein soll. Ich glaube, dass das relativ häufig im Spiel fällt, also auch auf dem Spiel kann ich mir sehr gut vorstellen. Das finde ich jetzt gar nicht so skandalös. Also, naja. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also meistens sind das ja eigentlich eher so Dinge, es ist so, keine Ahnung, was auf dem Platz passiert, das passiert halt auf dem Platz und danach gibt man sich die Hand. Dass der
dass die sich da so aufregen da von Karlsruhe, das hat mich jetzt auch ein bisschen verwundert. Ja, also ich meine, wenn die jetzt wirklich was Schlimmes gesagt hätten, aber Ja, ich meine, das ist sicherlich nicht die feine Art, da jetzt werden nicht sicherlich ein paar. freundlich, aber also es geht auch noch echt schlimmer. Ich glaube, dass zwei Faktoren da eine Hauptrolle spielen. Das eine ist natürlich tatsächlich das Verhalten, das von der Bank kommt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das Thema ist, glaube ich. Das andere ist aber, dass die Karlsruhe unter einem sehr viel größeren Druck stehen. Und im Prinzip war es ja auch so, dass nach dem Spiel sich die Medien schon auch stark darauf konzentriert haben, auf dieses Thema. Also jetzt natürlich nicht nur, aber der Kreuzer hat da. Meinst du, hat er erfolgreich abgelenkt Ja, von der eigenen Niederlage? würde ich sagen. Und Das ist geil, dass er schon in der Halbzeit damit angefangen hat. Also, das muss ja, man okay, wirklich. gut, da stand es ja 0-0, aber es war so ein Mourinho-Move. So ein bisschen von der Mannschaft weg. Und gut, aber im Endeffekt, ja, ich meine, manchmal tue ich mir das ja an, so ein paar Kommentare unter diesen Meldungen zu lesen, die dann so auf Facebook oder so veröffentlicht Oh werden. je. Und da war es aber auch so, dass dann viele geschrieben haben, ja, ist halt Fußball, Mann, jetzt. Also nach dem Motto, halt auch die Fresse einfach. Ja, natürlich, ja. Ich denke, da hat er mehr draus gemacht, als es vielleicht war. Und da, wenn vielleicht gibt es auch eine Vorgeschichte dazu. Ich meine, wenn du überlegst, wir haben in Karlsruhe 5-2 gewonnen. Jetzt daheim nochmal gewonnen. Das sind Ja, ich. 6 Punkte, genauso wie gegen Halle haben wir auch zweimal gewonnen. Ich glaube ja, dass Schmidt und Schwarz eh nicht die dicksten Kumpels sind. Auch wenn Mit und Schmidt, sag ich. Wie komme ich jetzt auf Schmidt? jetzt war ich auch kurz irritiert. Rehm und Schwarz. Ja, was heißt glauben? Das haben wir, glaube ich, eine relativ sichere Quelle. Ja. Genau, es war auch auf der PK so, dass normalerweise beglückwünschen sich die Trainer gegenseitig und Erstmal auf die Schnauze gehauen. Schwarz hat dem Verein gratuliert zum Sieg. Naja. Ja, ich glaube, die haben schon so ein bisschen eine Historie von früheren Jahren auch schon. Das, keine Ahnung. Sind wohl jetzt nicht so unbedingt auf einer Wellenlänge. Naja, gut. Ja, war auf jeden Fall top. Also das Stadion war mehr oder weniger komplett gefüllt. War eine gute Atmosphäre. Es war ein Sieg, man ist auf Platz 2. Also für mich war es so ein perfekter Sonntag Ja, irgendwie auf jeden so, Fall, ja. was das angeht. Ja. Kam sehr gut gelaunt nach Hause. Ja. Dito. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten, dann nicht mehr ganz so schönen Spiel. Wir gingen quasi jetzt als in der Rolle des Gejagten in den nächsten Spieltag, weil Jäger bist du auf Platz 2 eher nicht mehr, weil Osnabrück schon zu weit weg ist eigentlich. Also um die braucht man sich jetzt nicht mehr kümmern. Aber ja, Karlsruhe dann halt punktgleich. Die hat man jetzt ja nur aufgrund der besseren Tordifferenz dann jetzt überholt. Genau wie in der Hinrunde übrigens auch. Da waren wir auch vorher 3 Punkte hinter denen und hatten dann nach dem Spiel hat man sie aufgrund der besseren Tordifferenz überholt. Und auch da hat es nicht so lange angehalten, glaube ich. Ja, gut, aber wir haben +5 Tore geholt gegen die. Die haben -5 kassiert Naja. gegen uns. Genau, nee, ja, jedenfalls ging es dann die Woche drauf nach Zwickau. Ja, Zwickau eher mit Abstiegskampf beschäftigt als, ja, als mit Ambitionen nach oben. Und da kannst du eigentlich nur verlieren. Das hat ja gut geklappt. Genau, das hat dann auch funktioniert, ja. Das ging schon ganz kurios los, irgendwie schon bei dem ersten Angriff nach einer halben Minute oder sowas. Flanke von links, Kopfball König, unser alter Freund Ronny König. Ja, sie wurde abgefälscht noch vom. War leicht abgefälscht von Mockenhaupt, ja. Und dann Lorch, der dann Dams vertreten hat, der ist gegen Karlsruhe kurz vor Kam dann nicht Schluss mehr ran, ja. verletzt raus. Der kam dann nicht mehr richtig ran und ja, Dittgen halt Hintermann. Und ja, dann köpft König dann da ein. Aber schon nach 2 Minuten später war es schon wieder ausgeglichen. Hat Schipnowski durfte einmal quer durch den Strafraum spazieren, hätte ich fast gesagt. Also wurde irgendwie nicht richtig attackiert. Und da stand schon nach 3 Minuten 1-1. Dann denkst du, okay, geht's Spiel halt noch von neuem los.
Aber dann so nach einer halben Stunde oder was war es? Irgendwie so? Irgendwo Mitte der ersten Halbzeit, ich glaube eine halbe Stunde etwa. Wieder König, ne? Wieder Flanke von links, so aus dem Halbfeld. Also eigentlich sind diese Halbfeldflanken normalerweise nicht so gefährlich, ne? Weil die kommen in so einen Bogen rein, die sind eigentlich gut zu verteidigen, wenn man es gut macht. Aber es ging halt ja, wieder an Mockenhaupt vorbei. Ja, und Lorch und Ditken kommen nicht so richtig gegen König da irgendwie in den Zweikampf. Also hat mir überhaupt nicht gefallen da an der Stelle. Und König dann halt diesmal schön gegen die Laufrichtung von Kolke geköpft, 2-1. Und dann blieb das dabei. Irgendwie so, dass das, ich meine, klar, unsere haben sich dann schon bemüht, so in der zweiten Halbzeit, hast du schon gesehen, sie Ja, wollen, aber. in den ersten 5 Minuten musst du eigentlich den Ausgleich machen. Genau, da gab es dann halt zwei große Chancen. Da hast du halt mal Pech mit einem Pfosten- oder Lattenschuss erst von Schmidt und dann noch einen Pfostenschuss von Tich Rivero. Beide übrigens gut eingeleitet von Ditgen. Kann man auch mal dazu sagen, ich schimpfe ihn öfter mal, aber das hat er tatsächlich gut gemacht. Ja, gut, gerade Schmidt muss das Ding halt machen. Ja. Der steht zentral vorm Tor und den musst du einfach reinmachen. Ja, so ist unbedrängt, ja. Ja. War das schon sehr ärgerlich. Aber, okay, Pech. Aber dann sind es halt aber auch immer noch 40 Minuten zu spielen und danach kamen eigentlich nicht mehr richtig zwingende Chancen. Ja, das war dann schon ein bisschen enttäuschend. Ja, das. Also ich hatte es so ein bisschen befürchtet, weil du einfach so ein ja, was so dieses mit Halle, Hessen 3, eigentlich Karlsruhe, das war so eine Art ansteigende Richtung Höhepunkt und danach kommt eben Zwickau, die aber ums Überleben kämpfen. Kam ja, glaube ich, auch noch der Artikel raus, dass keiner von denen Vertrag hat für die Regionalliga oder so. Irgendwie War das sowas, nicht Zwickau? ja. Und ja, und dann hast du gegen die noch nie verloren und noch nie ein Tor kassiert oder irgendwas. Und da habe ich mir schon so gedacht, so, oh, das. Oh, einfach irgendwie gewinnen und ja, und dann hast du dann in der zweiten Halbzeit oder nach 50 Minuten dann so eine Leistung und hast auch gemerkt, dass, weiß ich, ob du mit Darmstadt weniger Tore kassiert hättest, Ja, ist hypothetisch, klar. aber die Innenverteidigung sah auf jeden Fall nicht so gut aus. Genau, so. Und ja, es fehlte halt auch irgendwie, ich meine, das haben sie danach dann ja auch dann selbst gesagt, irgendwie bei jedem fehlte so ein bisschen was, ne? Offensiv fehlt es auch einfach auch. Ja, du hast keinen Druck entwickelt. Genau. Das ist halt, genau, wie man es halt so vorher befürchten kann, ne? Ich meine, selbst wenn du vorher irgendwie Sprüche, wir wissen, dass wir jedes Spiel 100% geben müssen, bla 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 und sowas, aber unterbewusst ist dann wahrscheinlich doch mal ein Moment, wo halt jeder irgendwie so vielleicht dann doch einen Schritt zu wenig macht oder so, ne? Ja. Ärgerlich. Da war es natürlich dann gleich wieder weg, derweil dann Halle und Karlsruhe parallel natürlich gewonnen hatten. Das heißt, alles wieder zurück. Karlsruhe 3 Punkte vor auf Platz 2 und Halle wieder Halle auf 2 ran. auf 2 wieder ran, genau. So. So. Ist übrigens das erste Mal, dass Ronny König gegen uns getroffen hat. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ja, aber hätte man gegen Karlsruhe verloren und gegen Zwickau gewonnen, wäre es schlechter gewesen. Achso, ich dachte, du wolltest noch was zu Ronny König sagen. Ja, Nee. gut. Das ist zumindest ein Ex-Spieler, dem ich nicht böse bin. Richtig, ja. Außer, dass es in unserer Situation jetzt nicht hilfreich war, aber. Ja. Genau. Wenn Stroh Engel getroffen hat, hat mich das mehr genervt. Das stimmt. Sonja, bist noch da? Ja, aber ich kann zu dem Spiel nichts beitragen, Okay. weil ich es nicht gesehen habe, weil ich tatsächlich in der Zeit auch mein Handy komplett aus hatte, weil ich arbeiten musste. Ach, das war dieses Wochenende in Holland. Genau, und da Ja. brauchte ich mein Handy für Filmereien und man macht den Fehler einmal in seinem Leben, dass man das Handy für Filmereien nicht auf den Offline-Modus stellt. Ah, okay. Und dann macht man den nie wieder und deswegen war das im Offline-Modus für 2,5 Stunden und ich habe das Ding wieder angemacht, da lief dann die Nachspielzeit und Ach, habe gedacht, wird ja, dann das schöne Scheiße. wird das Video dann unterbrochen, wenn es eine Meldung gibt oder was? Das nicht zwingend, aber du hast dann manchmal so Signalstörungsgeräusche Ja, okay, zwischendrin. und es lenkt halt ab, Also ja. kann dir passieren, muss dir nicht passieren, aber ja. Dann hast du es zum richtigen Spiel gemacht. Ja. Genau. Ja, nee, das war genau ein Downer. Und dann
gab es noch jetzt am... Ja, willst du noch was sagen, Micha? Ja, ich hatte nur so, wir hatten ja jetzt immer so Phasen. Also wir hatten mit dem Spiel gegen Aalen beginnend, in der Rückrunde hatten wir 5 Siege am Stück. Dann hatten wir 3 Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Ja. Dann hatten wir wieder 4 Siege. Mhm. Dann dachte ich, wenn wir jetzt wieder mehrere hintereinander nicht gewinnen, wird es wahrscheinlich nichts mehr werden. Richtig. Was Ambitionen nach oben angeht. Aber haben wir ja zum Glück jetzt nur... Wenn wir das auf ein Spiel jetzt begrenzt haben, wäre das ja super. Genau, ja, das war übrigens auch letztes Jahr, da waren wir auch mal, da war die Tabelle zwar ein bisschen verschoben, weil Magdeburg hatte da noch ein Nachholspiel, aber zumindest in dieser zwischenzeitlichen Tabelle waren wir auch irgendwie am 31. Spieltag auf den 2. Platz und dann kamen eben diese 4 Niederlagen hintereinander oder irgendwas damals. Wir hatten übrigens am 31. Spieltag, ich weiß nicht, ob ihr das nachgeguckt habt, ich hatte es nachgeguckt, wir hatten jetzt nach, Moment, oder waren es nach 32 Spielen? Nee, doch, nach 31, ja. Nach 31 Spielen hatten wir jetzt 58 Punkte. Ja, nee, Entschuldigung. 55. 58 haben wir jetzt, oder? 55 Punkte, genau. Ja. Wie viele Punkte hatten wir letzte Saison nach dem 31. Spieltag? Mehr. Ich glaube auch mehr. Wir hatten am Ende, hatten wir irgendwie... Was hat man gesagt? 68, glaube ich, hatten wir ganz zum Schluss. Wir hatten am Ende... Und wir haben nur noch irgendwie zwei Spiele gewonnen oder sowas danach. Also wir am Ende 68, ja. Ich glaube, dann hat man, ich schätze mal dann 62 oder 61 Punkte oder irgend sowas am 31. Wir hatten 62 Punkte tatsächlich. Ja. Naja. Das heißt, wir hatten ein paar Pünktchen mehr. Richtig, aber... Scheiß-Saison. Ja, insgesamt ist dieses Jahr... Also wir hatten 7 Punkte mehr, genauer gesagt. Dieses, als nach dem 31. Spieltag. Das Problem war, wir hatten danach, ich glaube, am 37. Spieltag hatten wir dann gerade mal 3 mehr. Genau, ja, ja. Also klar. Wir hatten dann wirklich nur noch 1 der nächsten 5 gewonnen. Das Punkteniveau ist insgesamt diesmal ein bisschen oder deutlich niedriger, genau. Es ist alles enger beisammen, ja. Also gibt jetzt, ich meine, klar, Osnabrück hat sich ein bisschen abgesetzt, aber ansonsten ist jetzt nicht so diese. Ich meine, wenn du siehst, letztes Jahr Magdeburg und Paderborn, die hatten ja schon dann am Schluss brutale Punkte. Ne? Die haben ja dann, ich glaube, Magdeburg hat ja die letzten 10 Spiele hintereinander gewonnen oder irgend sowas war das ja. Ja, und du hattest ja dann unten auch mit Erfurt und wer hat sich noch aufgegeben? Chemnitz oder was? Erfurt und Chemnitz, genau. Ja. Und Bremen 2, die dann ja ewig nicht gewonnen haben. Hattest einfach 3 Teams, die kaum gepunktet haben und oben 2, die... Aber ich dachte nur, weil wir diese Saison jetzt so denkt, ja, die Mannschaft ist einen Schritt weiter. Ist jetzt zumindest auch, was den Topspiel angeht, aber sie hat trotzdem weniger Punkte geholt, Stand jetzt, ja. Als letzte Saison. Weil sie natürlich am Ende jetzt mehr zu mehr Punkten kommen kann. Genau. Ja, die wirst du auch brauchen, wenn du aufsteigen willst. Wahrscheinlich. Genau. Ja, dann sprechen wir noch gerade eben über das Spiel vom letzten Wochenende. Da hat man jetzt wieder ein Heimspiel gegen Fortuna Köln. Ja, das ist dann halt auch wieder so ein Ding. Du musstest einfach nur irgendwie gewinnen, ne? Ich meine, und was anderes hilft dir jetzt auch nicht mehr. Also es ist, du spielst zu Hause, du spielst gegen Abstiegskandidaten, da darf es halt einfach auch kein Vertun geben, aber das ist, daran liegt ja auch die Gefahr. Aber gut, jetzt hatten sie den Dämpfer die Woche vorher und konnten sich jetzt dann direkt beweisen, dass sie es tatsächlich begriffen haben, dass wirklich jedes Spiel wirklich komplett mit 100% angegangen werden muss. Ja, Sonja, wie hast du es am Fernseher erlebt? Ich habe es in der Redaktion erlebt, deswegen, aber auch am Fernseher, aber auch schreibenderweise. Schreibst du dann eigentlich direkt schon während des Spiels deinen Bericht? Fängst du damit schon direkt dann an? Ja, der geht eigentlich mit Abpfiff drauf. Also, also macht hier jeder dann anders, aber also ich mache es halt so, dass ich mir in der ersten Halbzeit Notizen mache, was irgendwie so passiert ist, an welchen Stellen. Und meistens kommen dann so zur Halbzeit, sind dann schon Bilder da, da kann ich mir schon ein Bild vorbereiten und dann kann ich schon mal so einen Absatz zur ersten Halbzeit schreiben und dann sehe ich ja, was in der zweiten noch so dazu kommt, wenn es halt dann schon absehbar ist, wie das Spiel ausgeht. Und in dem Fall war es ja dann an einigermaßen früher Stelle dann so, dass man schon wusste, okay, da kann man jetzt mal Richtung Sieg schreiben und kann es auch relativ schnell drauf. Also es gibt natürlich so, das heißt ja dann immer, es ist ein Agenturspiel, wenn sich irgendwie so kurz vor Schluss noch alles dreht, dann brauchst du natürlich immer. Hast du das mit Ton oder ohne?
höre das dann mit Ton, also das ist dann mit dem Kommentator von Magenta. Weil mich interessieren würde, wie da die Stimmung rüberkam, weil ich hatte das jetzt von meiner Wahrnehmung das erste Mal, weil das waren ja 2000, wie gesagt, 2021 Zuschauer da, also ein Drittel von dem, was gegen Karlsruhe da war. Klar, lag natürlich auch daran, dass keine 2,5 aus Köln kamen, sondern 134. 134 war die offizielle Zahl? Laut Sicherheitssprecher während des Spiels. Okay. Ja, da habe ich ja ganz gut geschätzt. Ich habe mal so 150 geschätzt. Oder so. Ja, ich hatte da sogar noch gedacht, es wären mehr. Also ich habe nur gesehen, dass N6 und N7 waren beide gut gefüllt, durchgängig. Also jetzt nicht komplett eng, aber so. Ja, ja. Und die Haupttribüne war eigentlich auch ganz gut gefüllt. Von daher hatte ich eigentlich gedacht, es wären mehr. Hatte ich auch gedacht, ja. Und ich habe aber halt auch während des Spiels auf der Haupttribüne Klatschen vernommen. Also es war auch zum Zeitpunkt, wo es 1-0 stand. Also sowas, was bei so einer, wenn, das ist ja so eine klassische Zahl für uns, 2400 Zuschauer, oder ne, diese knapp 2,5. Und da war dann, war es halt oft so, dass dann auch während des Spiels nicht so eine wirkliche Stimmung aufkam. Und jetzt hatte ich das so wahrgenommen, dass auch während des, also dass die A auch mal so Anfeuerungsrufe, die aus der von der Nord kamen, da so ein bisschen eingestiegen sind. Und nicht nur dieses steht auf, sondern auch so. Und dass dann auch zwischendurch mal so ein Klatschen kam. Das hat, seitdem ich da jetzt halt oben auch stehe, noch nicht wahrgenommen. Okay. Gegen Karlsruhe hat man mehr Karlsruher wahrgenommen. Also gut, du stehst auf der Tribüne. Du stehst ja auch natürlich näher an der Süd. Genau, ja. Genau. Und in den Spielen vorher war das nicht so für mich wahrnehmbar. Ist mir nur einfach aufgefallen. Ja, ist auch mal schön. Ja. Okay, aber das kann ich dir von meiner Perspektive nicht sagen, weil also ich schaue den Kommentar an und gegenüber sitzt der Kollege, der hat den Kommentar an bei der zweiten Liga und es überschneidet sich noch so ein bisschen. Also von der Stimmung, ob es jetzt ein bisschen besser ist, wie beim anderen Spiel, kriege ich nicht mit. Also, genau. Ja. Nee, aber du hattest mich eigentlich gefragt, wie ich das Spiel wahrgenommen habe, ne? Ja, genau, das war so ein kurzer Ausflug oder ein Mini-Einblick in deine Arbeit. Aller Arbeit. Ja, genau. Nee, also es ging ja relativ schnell, dass wir 1-0 geführt haben. Das war, glaube ich, Szybnowski, der den reingebracht hat. Das war so eine Ausspielung. Da sind wir auch schon wieder bei einer Halbfeldflanke, ne? Ja. Und Scheffler stand aber relativ frei, hatte lange Zeit, den auch anzunehmen und den dann einfach schön reinzunageln, auch einfach so aus 12 Metern oder so. Ja, vor allem, weil der Verteidiger stand schlecht und ist auch noch weggerutscht, meine ich, ne? Ja. Ja, also er hatte massig Zeit da am Ball. Das war ganz schlecht gemacht. Vor allem, weil Szybnowski hatte ja vorher schon sich gelb abgeholt, weil er auch übertrieben gegrätscht hat. Und dann hat er diese schöne Flanke. Und dann, als Scheffler den Ball so angenommen hat, dachte ich erst so, oh, jetzt schießt er drüber, so, weil er in so eine leichte Rücklage kam. Ja. Aber er war zu nah dran. Ja, nee, die Rücklage war dann nicht. Hat genau gepasst, ne? Hat schön unter die Latte gehauen. Ja. Fand gar nicht so fest. War er auch nicht, weil der hat nämlich noch einen Bogen gemacht. Ja, über den Torwart quasi drüber, aber war schon sehr gut gemacht. Also das war jetzt nicht einfach nur draufgebolzt. Da war der Keeper machtlos. Ja, war er auch. Da war schon. Keeper in dem Spiel, aber da war er machtlos. Genau, nee, da haben wir vor allem von dem Stellungsfehler von dem Verteidiger profitiert an der Stelle. Wenn der besser steht, dann stört er natürlich den Scheffler da beim Abschluss. Mindestens, falls er nicht schon vorher den Ball wegköpft. Sollte er tun, ne? Nee, aber danach wurde dann eigentlich Köln immer besser. Da hat mich dann auch gewundert, warum lassen sie die jetzt so spielen? Die hatten einige Chancen und Kolke hatte ziemlich viel verhindert. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also da hätte gut auch einer reinfallen können, wäre sogar verdient gewesen, finde ich. War in meinem Spielbericht, habe ich noch dann zum Liebling des Spiels erkoren. Also das hatte ich mir eigentlich schon zur Halbzeit schon, hatte ich mich da schon drauf festgelegt, weil der hat, glaube ich, zwei oder dreimal dick einen rausgeholt, da wo doch relativ frei dann einer durchkam. Also was mich sehr genervt hat, war diese Freistoßvariante, wo sie dann auch kurz hinter der Mittellinie in unserer Hälfte so einen hohen Ball an 16er bringen und der dann verlängert wird und der dann frei vor Kolke so halb rechts auftaucht, wo er dann so abtaucht und den dann halt wegfischt und das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das für eine Situation war, aber das stimmt, also es waren also du hast geführt und hast dann gedacht, so, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Defensive, lassen die machen und machen halt einen Gegenstoß. So. Aber der Gegenstoß kam nicht.
Das und die Defensive war halt dann auch ein bisschen wackelig. Ich mag mich da jetzt nicht wirklich drauf einschießen, aber Lorch sah halt wieder nicht gut aus. Weil das war halt auch beides Mal diese beiden, der linke Innenverteidiger, genau. Das war so jedes Mal aus der Position eigentlich. Ich meine, klar, man verteidigt immer im Verbund und so weiter, das weiß ich auch, aber war dann halt schon auffällig. Und ich denke mal, dass Rehm es auch ähnlich gesehen hat, weil der hat ihn dann zur Halbzeit rausgenommen. Genau, es gab ja auch verletzungsbedingt noch einen Wechsel, weil ja sich in Zwickau auch Schwadorf ohne Gegnereinwechslung verletzt hat, sodass Rehm sich entschieden hat, Minzel hinten links spielen zu lassen und Dittgen dann ins linke Mittelfeld zu ziehen. Genau. Und dann hattest du natürlich zwei von vier Verteidigerpositionen geändert. Und Dittgen, der halt nach vorne, auch wenn der jetzt ein bisschen besser im Spiel ist, aber er macht halt nicht den Dampf, den Schwadorf nach vorne macht. Oder halt kann auch nicht so dieses 1 gegen 1 ziehen. Und du hast auch generell gemerkt, wir haben ja, wenn wir den Ball in der eigenen Hälfte erobert haben, waren es entweder direkt so Befreiungsschläge, die bei den Kölnern wieder landeten, oder der Pass zum Mitspieler kam nicht an. Also wir hatten relativ schnell wieder einen Ballverlust und das war man eigentlich nicht so gewohnt. Also sprich, dass wir wir hatten halt das Tor gemacht und haben danach irgendwie nur immer versucht, wir haben dann kein eigenes Aufbauspiel wirklich betrieben. Und das war sehr überraschend für einen Gegner wie Köln. Wobei man denen auch gemerkt hat, warum die unten drin stehen. Also sie haben ja da auch einige Abspielfehler krasser Art gehabt und wenn du die hinten unter Druck gesetzt hast, dann ist denen auch gar nichts eingefallen, sich daraus zu befreien. Ja. Ja. Genau, wurde gerade Minzel erwähnt. Da muss man halt auch leider sagen, da merkt man jetzt dann halt vielleicht doch, dass es gegen Karriereende geht. Also der war doch an einigen Stellen einfach zu langsam und deswegen dann halt im Zweikampf zu spät, hat auch gelbe Karte kassiert. Das waren so ein paar Szenen, wo du wirklich mehr gemerkt hast, da reicht es einfach nicht mehr ganz. Ne? Der ist dann halt so diesen halben Schritt zu spät, den braucht, um den Zweikampf noch sauber zu lösen. Und ruckzuck hast du jedes Mal halt einen Foul. Also das ist schade, aber gut. Ist halt wohl nicht mehr aufzuhalten. Es musste irgendwann passieren. Ja, na klar. Der wurde dann auch ausgewechselt, dann so in der 70. oder so. Ja, also jeder, der eine gelbe Karte bekommen hat, wurde ausgewechselt. Genau, wer war der dritte dann noch? Schipnowski, Minzel und Lorch. Und Lorch, genau, ja, Lorch schon. Lorch zur Pause, wobei ich das gut fand. Ja. Also ich habe dann lieber, ein Redemann ist auch immer für einen Luftanhalter oder einen Bock gut, aber also Lorch hat auch ja in der Spieleröffnung katastrophale Pässe gespielt, teilweise, und hat ein paar Kopfbälle gewonnen, aber ansonsten einfach nicht gut genug. Von daher, ich fand den Wechsel gut. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Oder warte mal, heben wir uns das vielleicht gerade noch auf. Erzählen wir vielleicht gerade eben noch hier das Köln-Spiel zu Ende. Ja, in der zweiten Halbzeit waren wir auf jeden Fall besser im Spiel. Ne? Da hast du gemerkt, es ist mehr Bewegung drin, es ist auch mehr Zug nach vorne. Gab zwar jetzt nicht so die Riesenchancen, ein paar zumindest schon. Aber dann Chiré hat mal einfach mal draufgehauen. Und dann hat es natürlich der Torwart einen großen Gefallen getan, indem er den nicht fängt, sondern irgendwie so durchglitschen lässt, obwohl der eigentlich ziemlich zentral auf den Torwart kam, der Schuss. Und der glitscht halt da durch die Handschuhe und fällt hinter ihm ins Tor. Das war natürlich schon ein krasser Patzer. Und dann das dritte hat auch noch Chiré gemacht, aber das war kurz vor Schluss erst, oder? Warte mal. Ja, also ich meine, das 2-0 war ja so in einer Stunde ungefähr. Ja. Und damit war das Spiel dann auch, da hast du richtig so gemerkt, das war so der die Vorentscheidung war der Genickbruch halt so ein bisschen, ne? Dass sie einfach waren eigentlich gut im Spiel drin, die Kölner, für ihre Verhältnisse wahrscheinlich oder auch insgesamt. Ja, und dann macht der Torwart halt so ein Blackout und macht den Flutschwinger und damit war klar, eigentlich mehr oder weniger klar, dass da geht nichts mehr schief. Dittgen hat noch ein, zwei Chancen gehabt. Der hatte einmal einen schönen Schuss. Ich meine, meistens, wenn er irgendwie so Richtung Torabschluss geht, da sage ich ja schon, da winke ich ja schon ab. Ne? Da hab ich wirklich null, da geht mir der Puls kein bisschen hoch, weil was einfach schon so klar ist, der schießt entweder drüber oder sonst irgendwas, ja. Und dann, aber der eine, der war tatsächlich ganz gut, der ging da halt knapp vorbei. Er hat einen guten Schuss, er hat auch nochmal eine gute Vorbereitung. Also das
Die hatten natürlich auch An der Platz, einen ne? Stelle hat er doch mal drei ausgespielt, ne? Ja, genau. Da hat er auch richtig einen schönen Move gehabt und sowas, ne? Also ich hatte vor dem Spiel auch mit Christian Hockerts gesprochen und er meint, dass die Kölner mit vier Innenverteidigern spielen. Also Ruprecht hat ja auch gespielt, neben dem ja auch ein Kieré irgendwas. Ja, genau, das war Der der bei dem, Wegrutscher gegen genau, Schäffler. Chiré, der Und hat noch, die haben Chiré dann, Mbemba oder wie heißt der? ja, Sowas, also auf ja. jeden Fall haben die, weil ich den eingewechselt wurde, das war der geilste Name. Auf jeden Fall haben die mit der Dreierkette gespielt und dann, ich glaube, der vierte Innenverteidiger war dann so ein Sechser oder so. Also die haben schon sehr massiv gespielt, von daher war ich da auch sehr froh, dass wir dann das 1-0 gemacht haben, sehr früh, weil das ja immer gegen so eine defensiv spielende Mannschaft eben ganz wichtig ist. Ja, genau. Also dann nochmal Dann kam der eben. langsame Diawusi noch. Ja, Diawusi, du lieber Himmel, ne? Ich meine, er hat dann am Ende dann das 3-0 dann noch vorbereitet. Ist er auf den Torwart zugesprintet, der hat ihn gar nicht kommen sehen. Ja, erstmal hat er den Angriff eigentlich schon wieder schön versaut. Er war Zum eigentlich zweiten oder dritten Mal, ja. auf links mal wieder schön freigespielt und hat eigentlich Platz. Und versucht dann halt am Verteidiger den Ball vorbeizulegen und kommt aber halt auch nicht mehr an dem vorbei. Ne? Also ist der Ball eigentlich schon weg. Der macht was, was er früher mal konnte, was er jetzt nicht mehr kann. Ja. Wir haben uns ja neulich, genau, in Frankfurt, Zeichen Dreieich, beim Hessen-Pokalspiel haben wir mit dem Volker zusammengestanden und haben den auch noch gefragt. Und der meinte, der hat zu viel Muskeln draufgepackt. Also der hat wohl, weiß nicht, vielleicht haben sie in Ingolstadt in den Das. Kraftraum geschickt, weil halt irgendwie von wegen Robustheit, zweite Liga und sonst irgendwas. Das kann ja alles sein. Aber Das damit haben sie wäre ihm halt jegliche Geschwindigkeit und Spritzigkeit genommen, ne? Eine logische Ja, Erklärung. also man sieht es auch schon, ne? Er ist schon ein bisschen muskulöser jetzt, irgendwie so vom Dann Oberkörper müsste er her. sein Spiel nur noch umstellen. Aber ihm geht halt völlig, ja, genau, also. Tim Wiese hat ja irgendwann mal auch wieder seine beste Saison gehabt, nachdem er Muskelmasse abgebaut hat, verliert. Gut. Bevor er sie dann wieder aufgebaut hat. Torwart ist jetzt nochmal ein zweites Paar Ja, Schuhe, aber auch da ist ja. es ja, Ja, was Reflexe und na klar. Geschwindigkeit und alles Ja. angeht. Ich würde Tim Wiese aber nicht generell nicht als Vorbild empfehlen. Er war aber trotzdem zwischendurch mal ein guter Torwart. Ja, damals gegen Juventus. Gut genug für Nummer 3 in Deutschland. Ah, die Wiese-Rolle, genial. Ja. Wir Ich schweifen ab. hab ihn, ich hab ihn. Oh. Auf jeden Fall hat genau der Torwart sich zu viel Zeit gelassen. Diawusi hat den Ball abgeblockt und dann zurückgelegt und Chiré hat ihn dann nochmal unter die Latte genagelt. Ja, genau. 3-0 fertig. Richtig. Wieder Ja. was fürs Torverhältnis getan gegen Ende. Das stimmt. Ja, allein jetzt drei Tore in den letzten Minuten, in den letzten Spielen in Halle, Karlsruhe, Zwickau jetzt nicht, das wäre ganz gut gewesen, aber Halle, Karlsruhe, Köln immer nochmal gegen Ende noch ein Tor gemacht. Das stimmt. Waren dann alles nicht mehr die entscheidenden, aber Ja gut, gegen ja, Karlsruhe war was es schon denkst du jetzt? entspannt. Ja. Aber ja, ist halt fürs Torverhältnis einfach Genau. desto besser. Richtig, ja. Ja, viele Tore können nie schaden. Ja, genau, zu Diawusi haben wir gerade schon was gesagt. Also, Zu Lorch auch, ja. das ist halt echt die Frage, ob der noch wirklich nützlich wird in der Saison, ne? Weil, ich sag mal so, am Anfang durfte er gleich die ersten paar Spiele ja ständig ran. Und da haben wir auch schon gesagt, so, ja, okay, da hat er nochmal diese Elfer rausgeholt. Da haben wir auch schon drüber diskutiert, dass da auch ein paar so Eier dabei waren. Aber ich sag mal, so seine Stärken, die bringt er halt, oder kann er kaum einbringen. Irgendwie. Ja, Ja, da bleibt nicht mehr können so wir viel. vielleicht gleich nochmal über eine mögliche Aufstellung gegen Jena spekulieren. Das können wir gleich machen, genau. Dann, ja, Minzel haben wir schon gesagt. Lorch ist vermutlich jetzt erstmal draußen. Also nachdem er jetzt anderthalb nicht so dolle Spiele hatte. Also wenn du zur Halbzeit ausgewechselt wirst. Ja, das ist schon ein ziemlicher Wink. Genau. Und Lorch ist jetzt, glaube ich, auch neu auf der Liste mit vier gelben Karten. Ne? Ja, da haben wir eine ganze Menge. Also der Einzige, der jetzt von der Liste runter ist, ist Minzel. Kesalf. Genau, der ist jetzt, nachdem er nach Wochen mal wieder rein durfte, Ja, ist er auch und gleich wieder Dams ist raus. es jetzt auch erstmal egal. Genau, Dams, das Leider. könnte sein, dass der diese Saison nicht mehr spielt, genauso wie Schwadorf, ne? Genau, also ich hatte nach dem Spiel gegen Köln die Möglichkeit, mich sowohl mit Moritz Kuhn als auch mit Niklas Dams kurz zu unterhalten. Der Toni war im VIP-Raum. Und wer einen Toni kennt, der weiß, dass er immer recht direkt und offen mit den Spielern umgeht und auf sie zugeht. Habe ich den nicht vorher im Block gesehen?
Ja, das kann sein, dass er okay. Ein Spiel im Block war, aber der hatte diese Sunmaker VIP-Tickets gewonnen. Ah, okay. Jetzt noch schnell auf den Sieg des SVW wetten. Kriegst du auch noch was im Podcast dafür? Da will ich ja was abhaben. Nein, leider nicht. Oder zum Glück nicht. Nein, also der, ich habe dann einfach mit dem, ich hatte den Niklas Dams ja mal auch in diesem Indoor-Spielplatz getroffen und der ist einfach super nett und ich habe ihn einfach mal gefragt und er hat halt, ja, hat halt einen Muskelfaserriss, so wie Mrovca ihn ja auch hatte und der kam dann zu früh zurück und dann hat es ewig gedauert. Von daher müssen sie jetzt einfach gucken, wie da die Behandlung anschlägt und das eben weitergeht und ja, und dann habe ich natürlich auch mal gefragt, ja, wie kacke das halt ist, wenn man dann da halt zuguckt, ne, und die Mannschaft dann spielt und ja, also es ist natürlich dann schon ärgert man sich natürlich doppelt, wenn man in so einer Phase eben nicht mithelfen kann. Und er meint aber auch, dass sie vom Kader her so breit aufgestellt wären, dass sie die Ausfälle gut kompensieren können und dass er sich das in Zwickau jetzt nicht erklären konnte, weil sie einfach mal mit einer breiteren Brust da auftreten müssen und sich also praktisch mehr zutrauen und mehr glauben an die eigene Stärke. Das war so seine Aussage. So, sorry, wir mussten ja mal kurz unterbrechen, weil wir technische Schwierigkeiten hatten. Wir setzen doch mal an. Genau. Micha wollte gerade davon erzählen, dass er nach dem Spiel gegen Köln mit Niklas Dams gesprochen hatte. Ja, genau. Ich habe ihn halt, der Toni war auch im VIP-Raum, der hatte über Sunmaker VIP-Tickets gewonnen und der spricht ja gerne mal die Spiele an. Der war ja auch mit dem Trainingslager und alles. Und aber wie gesagt, Niklas Dams hatte ich auch mal schon mal getroffen, hatte ich hier auch erzählt. In dem Indoor-Spielplatz und habe ihn dann einfach gefragt, ja, wie es halt aussieht. Ich meinte, dass er einen Muskelfaserriss hat. Ja, dass er dann eben so Elektrobehandlung und so ein Gedöns halt da kriegt. Und man da einfach natürlich auch ein bisschen warten muss. Aber klar, wenn du jetzt halt, keine Ahnung, 3 Wochen nicht spielen kannst, bis du dann Aufbautraining machst, ist die Saison ja auch fast rum. Aber das muss man jetzt einfach abwarten, wie es ja eben weitergeht. Aber was er halt sagte, war, dass er das. Sekunde gerade. Das ist ja, meistens sagt man doch so irgendwie, bis du dann wieder fit bist, dauert so lange, wie du quasi ausgesetzt hast. Ja, also ich habe jetzt, das war jetzt einfach mal so gesagt, wenn er jetzt 3 Wochen nicht spielen kann, sagt man, macht das eben, man ist ja ein bisschen vorsichtig. Aber er sagte halt, dass er das in, halt auch vom Auftreten her in Zwickau nicht versteht, weil er sagt, sie sind so eine gute Mannschaft auch in der Breite gut aufgestellt, dass sie eben Ausfälle kompensieren können, dass sie einfach mit einer breiteren Brust auch daran gehen sollten. Und ja, gut, die nächste Gelegenheit ist dann ja gegen Jena, was auch ganz eng wird. Ich habe auch mit Moritz Kuhn kurz gesprochen, der ja, hatten wir ja glaube ich auch erwähnt, ne, dass er Vater wird. Ja, Zwillinge, ne? Ja, genau. Er hat es ja selber bei ja, er hat es ja, er hat mehr es ja oder weniger auf Instagram haben die da die Ultraschallbilder gezeigt und also ist wohl Ende September Termin, gibt Jungen und Mädchen. Ah ja, das wissen sie jetzt schon. Hat er so gesagt, ich gehe davon aus, dass das jetzt kein Geheimnis ist, ansonsten sorry. Aber ja, genau, und er weiß es wohl seit Januar und seine Freistoßserie scheint dann ja so da zu passen mit diesem mit dieser Erkenntnis. Ja, hat einen Höhenflug. Dieser Freude, genau. Und ja, ansonsten fand ich es einfach, auch wenn es jetzt gegen Köln nicht so viele Zuschauer waren, was ich noch sagen wollte, es waren halt dadurch, dass es nur so wenige aus Köln waren, mit 130, 150 oder 134, wie es da waren, waren es halt dann doch 2300 Wien-Wiesbadener, ja. Was jetzt immer noch nicht viel ist, aber was halt auch schon nochmal 300, 400 Leute mehr sind wie sonst. Ja, vielleicht. Also das ist halt, es geht halt, denke ich mal, eher in kleinen Schritten und ja, es waren auch Slatko Janic und Daniel Döringer. Ah. Waren auch beim Spiel. Okay. Also Janic hätte ich jetzt auch erst gar nicht erkannt, weil er auch eine Kappe auf hatte, aber Toni hatte mir das gesagt und der hat wohl auch einen Muskelfaserriss und ja, also wenn die Ex-Spieler dann noch kommen oder eingeladen werden, ich weiß nicht, wie das dann abläuft, aber ist ja dann eigentlich auch ganz
ganz cool. Und mit dem Schiri hätte ich mich auch unterhalten, weil da gab es ja auch dieses Kuriosum, dass der sollte ja eigentlich Rostock-Jena pfeifen. Genau. Und da er aus Cottbus ist und wohl auch Vereinsmitglied bei Energie Cottbus ist, gab es dann eine Beschwerde von Seiten von Jena. Und der wurde dann stattgegeben und deshalb. Aber dass er dann zum Spiel gegen Köln eingesetzt wird, ist dann auch nicht viel besser, oder? Das hatte ich mich dann auch gefragt, weil wir kamen ja nur in den Genuss dieses Schiedsrichters, weil er das andere Spiel nicht pfeifen durfte. Ja. Ja, gut. Also. Man hätte ja mal Pele Wollitz danach fragen können, der hätte bestimmt eine schöne Meinung. Ja, genau. Vor allem, also besonders gut fand ich ihn jetzt nicht. Und er hat auch eher gegen uns gepfiffen, fand ich. Aber es hat irgendwie so zum Spiel gepasst. Richtig, ja. Also Schiré hatte da, gut, diesen Elfmeter hätte ich jetzt nicht gepfiffen, aber zumindest diesen Freistoß in aussichtsreicher Position. Aber gut, das waren jetzt so diese Randnotizen, die ich mir noch notiert hatte. Und das, was ich auch cool fand, dass, also ich habe einen Mann mit Krücken im Siegerkreis gesehen, das war dann Jules Schwadow. Ah, okay. Und Niklas Dams war ja auch da, das heißt, die waren beide, ja gut, ich meine, man kann verletzt auf der Couch bleiben und das Spiel im Fernsehen angucken oder gar nicht oder was mit der Familie machen oder man kommt halt ins Stadion und geht sogar humpelnd auf Krücken mit zum Siegerkreis. Also das spricht für mich alles für das für die Mannschaft und dass es da stimmt. Mhm. Und ja, das waren alles so noch kleine Notizen, die mir einfach jetzt aufgefallen sind. Ja, dann Und der Mikroknopf ist wieder dran, falls das noch jemand interessiert. Der Mikroknopf, ach so. Also schon seit Münster, seit dem Heimspiel, aber da hatte ich es beim letzten Mal vergessen zu erwähnen. Also der Knopf ist dran und funktioniert. Ich habe gleich noch zwei andere technische Fragen, aber die heben wir uns vielleicht gerade noch auf. Blicken wir doch gerade mal eben auf die aktuelle Tabelle. Zumindest den für uns relevanten Teil, also Osnabrück ist jetzt eigentlich so gut wie durch. Die haben auch wieder gewonnen, haben 70 Punkte und also das heißt 11 Punkte Abstand vom zweiten, 12 zu uns. Ja, das ist ja das für sie entscheidende, 12 Punkte. 12 Punkte auf den dritten bei noch 5 Spielen. So, also sprich, es gibt noch 15 Punkte zu verteilen. Das ist übrigens derselbe Abstand, den wir auf den fünften haben. Sehr gut. Was jetzt die Pokalteilnahme angeht. Richtig, genau. Also für Osnabrück ist der Aufstieg möglicherweise dann schon am nächsten Wochenende auch rechnerisch sicher. Ich hoffe nicht. Da müssen wir aber verkacken. Ja, nicht. Ich sage möglicherweise. Na gut, selbst wenn sie. Nein. Selbst wenn wir gewinnen und Osnabrück gewinnt. Ist er nicht sicher. Da würde mein Mathelehrer aber sagen: hier, Moment. Ja, genau. Du weißt, was wir mit der Tordifferenz machen können in einem Spiel. Ja, aber vor allem spielen wir ja noch gegen Osnabrück zu Hause. So. Genau. Okay, aber Also ich fände es ja gut, wenn sie kurz vorm Spiel gegen uns aufsteigen, aber ja, andererseits sind sie dann halt gut, sie spielen jetzt daheim gegen Aalen, dann in Cottbus. Danach dürft's feststehen. Ja, genau. Dann können sie Rostock noch wegfeuern zu Hause und dann kommen sie verkadert zu uns und dann ja. Oh, letztes Spieltag gegen Haching daheim. Ja, gut, da wollen sie sich bestimmt noch revanchieren, weil da hat sie in der Hinrunde noch verloren, ne? Oder war das nicht so? Ich würde die These aufstellen, dass Haching noch absteigen kann. Ja, die haben jetzt. Wer absteigen kann, ist keine These. Fest mal bei mir. Die haben ja offiziell jetzt auch den Abstiegskampf hier ausgerufen. Ne? Ich würde sagen, dass Haching am 38. Spieltag, vor dem 38. Spieltag noch nicht gerettet ist. Das ist meine These. So, warte mal. So. Hoffentlich haben die keine Lizenz für die. Zu den Thesen kommen wir gleich noch. Okay. Jetzt erstmal eben die Tabelle. Also, wie gesagt, aus einer Perspektive. Jetzt wolltest du nur oben drauf gucken, jetzt haben wir wieder unten drauf geguckt. Genau, Karlsruhe, die haben jetzt gerade vorhin, während wir aufgenommen haben, 0-0 oder kurz bevor wir aufgenommen haben, waren sie schon durch 0-0 in Würzburg gespielt. Das heißt, sie sind zwar wieder Zweiter, aber nur noch einen Punkt Vorsprung vor uns. Und mit zwei weiteren Punkten dahinter auf Platz 4 kommt dann Halle. Ja, und den Rest können wir dann, was das Thema Aufstieg angeht, dann eigentlich wahrscheinlich schon abhaken. Dann, doch, was Abstieg angeht, so die nächsten 10 Teams. Ja, dann kommt es dann halt mit 10 Punkten Abstand hinter Halle, kommt dann Rostock, Würzburg, Münster, Kaiserslautern jeweils mit 45 und so weiter und so weiter. Also, ich denke mal dann so
ab Unterhaching geht dann so die Abstiegszone los, würde ich mal sagen. Also es müsste schon für Zwickau und Meppen jetzt schon arg blöd laufen, dass die auch noch mit reinrutschen. Ja, Haching hat 4 Punkte. Das ist nicht viel. Das ist nicht so viel, nee. Und davor ist dann halt Meppen und Zwickau, die haben jeweils 6 Punkte halt auf den 17. Aber ich glaube, das ist so, da würde ich so ungefähr die Linie ziehen. Aalen hat es halt jetzt mit der Niederlage gegen Lotte zu Hause. Das dürfte so der erste Abschiedsgruß sein. Ja, das, genau. Die haben 30 Punkte. Ich finde es halt auch krass mit Braunschweig, die ja so eine Serie hingelegt haben. Jetzt haben sie ein paar Spiele nicht gewonnen. Waren direkt wieder unterm Strich, dann in letzter Minute noch getroffen, sind dann gerade wieder über dem Strich. Also wie eng das da ist. Ja, ja. Schön spannend. Auch Cottbus, die da ja punkten und kämpfen und also. Ja, unser nächster Gegner Jena, der auch schon ziemlich abgeschlagen aussah, die haben jetzt halt die letzten 2 Spiele gewonnen. Also die sind noch nicht, die sind noch nicht weg. Die haben jetzt gerade mal 3 Punkte Abstand halt zum 16. Platz. Das heißt, die werden natürlich, ja, wenn man so martialisch mal sagen würde, kämpfen bis aufs Blut. Ne? Ja, das Gute ist, dass sie auch nicht weg sind, wenn sie verlieren. Ja, aber ich meine, jetzt haben sie natürlich die Chance ranzukommen. Ja, also klar. Die werden natürlich Vollgas geben. Die haben vorher, weiß ich nicht, ich glaube 12 Spiele am Stück oder was nicht gewonnen. Also die komplette Rückrunde hatten sie nicht gewonnen. Und jetzt halt die letzten 2 gegen Cottbus und gegen Rostock. Ja, das wird eine haarige Angelegenheit jetzt am nächsten Samstag. Und damit kommen wir auch gerade zu den nächsten Partien. So viele sind sie jetzt nicht mehr. Die können wir gerade noch mal kurz durchgehen. Also jetzt am kommenden Samstag, Ostersamstag, auswärts in Jena. Dann die Woche drauf, Montagabends, unser letztes Montagsspiel in der Saison, zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Stadion wird voll oder fast voll sein. Also Gästebereich und Sitzplätze sind, glaube ich, komplett ausverkauft. Es gibt momentan noch in N6 und in N8 gibt es noch Karten im Online-Ticketing. Weil ich dann davon ausgehe, dass N5 noch nicht aufgemacht wurde. Vielleicht kommt das noch, ja. Also N8 ist momentan jedenfalls im Verkauf, da gibt es noch was. Ja. Genau. Dann wieder auswärts samstags in Lotte. Dann das letzte Heimspiel samstags 13.30 Uhr dann gegen Osnabrück, die dann wahrscheinlich bis dahin schon als Meister feststehen oder zumindest als Aufsteiger. Und am letzten Spieltag dann in Duisburg gegen den KFC Uerdingen. Und da besteht ja immer noch die kleine Hoffnung, dass wir die in die Regionalliga zurückschießen. Nee. Ich glaube zwar nicht. Eben nicht. Nein? Achso, wenn dann in die Oberliga, genau. Ja, ja. Sie haben ja 44 Punkte, aber ich befürchte, ja, dass das... Ja, die werden es schon schaffen, denke ich. Ich habe da eher die Befürchtung, dass das... Das würde jegliche Hassrubrik sprengen. Wenn uns Uerdingen am letzten Spieltag. Naja. Ja. Das wäre aber echt Karma, so oft wie wir sie jetzt beleidigt haben. Ja. Genau. Naja, mal gucken, wie das da hingeht. So, und dann ist natürlich noch die spannende Frage, ist die Saison dann im Prinzip vorbei oder kriegen wir noch eine Verlängerung, sprich Relegation? Das wäre dann direkt die Woche drauf, freitags das Hinspiel in Wiesbaden und dienstags das Rückspiel in, ja, nach aktuellem Stand, wäre es dann 1000 ist, glaube ich, momentan? Nee, Magdeburg, ne? Magdeburg. Magdeburg ist, glaube ich, gerade auf dem Relegationsplatz. Lustiger wäre es ja Duisburg, wäre. Duisburg ist, glaube ich, schon weg. Ja, die haben 4 Punkte auf Magdeburg. Ja, aber... wir müssten bald nochmal nach Duisburg, das meine ich. Ja, da kennen wir schon den Weg. Genau, aber Sandhausen wäre nicht schlecht, das ist nicht so weit. Kannst du an einem Dienstagabend auch mal bequem nach der Arbeit noch hinfahren. Oder zumindest nach einem kurzen, also mit einem frühen Feierabend oder sowas. Naja, gut, schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es sogar tatsächlich auf Platz 2 und könnten uns die Relegation sparen. Euch ist klar, dass am letzten Spieltag KSC gegen Halle spielt. Ja, das ist toll, ne? Stimmt, das sagte Niklas Dahms auch, dass er meinte, selbst wenn wir nur dranbleiben, würde ja ein Sieg im letzten Spiel reichen, wenn die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ja, dann kann es natürlich dann ganz lustige Konstellationen geben, dass entweder der eine oder der andere oder beim Unentschieden werden wir dann vielleicht dann irgendwie Zweiter oder sonst irgendwas. Also da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es
sieht zumindest danach aus, aktuell noch, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. Also gerade zwischen den drei Teams jetzt. Könnte durchaus sein, dass das irgendwie so im Punkteabstand oder zumindest im Drei-Punkte-Abstand bleibt und sprich am letzten Spieltag noch alles möglich ist. Ja. Genau, und dann halt eben noch das Hessen-Pokalfinale am 25. oder eben auch nicht. Interessant ist auch die, das in der Auswärtstabelle, also Karlsruhe und Halle jetzt mit 31 Punkten, Osnabrück mit 30 und wir mit 29 Punkten. Also auch da sieht man einfach, wie konstant die Vereine, die oben sind, punkten. Also Osnabrück hat natürlich eine krasse Heimbilanz. Mhm. Da fällt Halle ein bisschen ab. Aber ansonsten, ja, also es macht jetzt bei den Top-Teams oben nicht so einen Riesenunterschied, ob sie jetzt daheim oder auswärts spielen. Ja. Ja, wir hatten es gerade eben schon kurz angeteasert. Prognosen. Wer es nochmal nachhören möchte, wir hatten in Folge 35, das war so unsere Sendung, bevor die Rückrunde oder die Restrunde losging. Da haben wir ja mal so einen Ausblick gewagt. Und ich habe mich dazu eine gewagten Prognose hinreißen lassen. Die können wir uns jetzt nochmal kurz anhören. Ich möchte jetzt hier nicht den Oberpessimisten raushängen lassen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir noch diese Saison nochmal einmal über den 5. Platz hinauskommen. Oh, das glaube ich schon. Ja? Also über den 5. hinaus, das heißt, wäre dann 4. Genau. Also okay. Ich sag, wir sehen den 4. Platz diese Saison oder besser nicht mehr. Kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Immerhin, ich war nicht alleine. Ihr habt es auch gerade noch am Schluss noch gehört. Sonja hat mir auch beigepflichtet. Zumindest konnte sie sich das vorstellen. Ja, ich kann mir viel vorstellen. Ich bin ja froh, dass ich so eines Besseren belehrt wurde. Hast du meine Entrüstung gehört? Ja. Hast du diese Aussage gehört? Ja, womit ich halt nicht gerechnet hatte, dass sowohl Uerdingen als auch Haching so dermaßen abkacken. Das stimmt, für mich war Uerdingen auch da oben. Die beiden, dachte ich, mit denen werden wir zu kämpfen haben. Ich hatte eher gedacht, dass das Halle ein bisschen rauspurzelt. Und wenn man das in dem ganzen Segment, also das war in, wer es nochmal nachhören möchte. Das ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. In Folge 35, ich glaube Kapitel 10, das, wer das nochmal komplett anhören möchte. Da hatten wir auch vorher schon irgendwie gemutmaßt, naja, vielleicht bricht Osnabrück in der Rückrunde ein und sowas. Also da lagen wir auch natürlich völlig falsch. Dass Karlsruhe oben dran bleibt, das haben wir, glaube ich, alle gesagt. Ja. Aber wir waren eigentlich auch relativ sicher, dass das Unterhaching und Uerdingen. Ja, gut, dass Uerdingen und Unterhaching so stark einbricht, ja. Das hat, glaube ich, niemand gedacht. Aber dass sie nicht mehr so ganz. Hauptsache haben wir es. Ja, das war. Sonja hat das geträumt, mehrfach wahrscheinlich. Nee, wobei du hattest auch gesagt. Das kann man gar nicht träumen, ey. Dass die ja, sich. Von der Realität eingeholt. Nee, du hattest da auch gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, irgendwie, die sind eingespielt und die Spiele sind eigentlich zu gut für dritte Liga und bla, bla, bla. Ja, 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 ja. Das stimmt ja eigentlich auch. Ja. Du hast halt einfach. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ja. Die ersten 4 Spiele, 3 auswärts, hast du alle gewonnen. Ja, und die anderen halt nicht. Ja, das war ja im Prinzip nach 4 Spielen schon hinfällig, die Aussage. Nach 2, ich weiß richtig, nicht. Richtig, genau. Ja, ja, das hatte ich, glaube ich, das war bei dieser andere Sonderfolge, die wir da aufgenommen hatten, oder? Bei der Pommesbude, war das die? Ja, ich gesagt, genau. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir oben nochmal rankommen, wenn wir wirklich mit einer krassen Serie in die Rückrunde starten. Mhm. Und das hat ja dann geklappt. Das hätte ich mir jetzt. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so ist, aber diese hätte ich das Stück rausschneiden sollen. Ja, die uns da oben wieder rangeholt hat. Ne? Ja, genau. Ja, es war jetzt so ein bisschen Selbstkasteiung und ich hatte euch auch versprochen, wenn wir auch noch gegen Karlsruhe gewinnen, dann hole ich das Zitat nochmal raus und geißel mich hier selbst. Du hast schön, dass du auch gesagt hast, ich will ja nicht den Oberpessimisten raushängen lassen, aber... Ja, wir steigen ab. Ja, das können wir zum Glück schon seit, ich glaube, 2 Wochen nicht mehr. Würdest du dich zu der Aussage hinreißen lassen, dass wir Platz 2 diese Saison nicht mehr sehen? Nee. Warum nicht? Verdammt. Was ich mittlerweile sagen würde und möglicherweise jinx ich es damit, aber mittlerweile wäre ja. Wir sind dagegen immun. Mittlerweile wäre ja Platz 4 eine Enttäuschung. Also nachdem du jetzt... Platz 4 ist, Stand ist das Minimum. Genau. Also du wirst nicht mehr Fünfter werden.
Ich meine, in anderen Jahren habe ich ja gesagt, Platz 4 ist nicht so verkehrt. Da hast du dann wenigstens DFB-Pokal und so weiter. Und ist klar, ich meine, wenn du Vierter bist, willst du natürlich auch wenigstens Dritter werden. So, und wenn du Dritter bist, willst du Zweiter werden. Alles logisch. Aber früher wäre es jetzt nicht so eine Enttäuschung gewesen, wie es jetzt in dieser Saison wäre. Nachdem wir uns jetzt so rangekämpft haben und auch zwischenzeitlich auf dem Zweiten standen, oder jetzt aktuell einen Punkt hinter dem Zweiten, würde ich jetzt sagen, Platz 4 wäre jetzt eine Enttäuschung am Ende der Saison. Ja, und du wärst Zweiter, Dritter oder Vierter. Ja, klar. Eins von den dreien werden wir. Ja, du wärst nicht mehr Erster, du wärst nicht mehr Fünfter. Ja. So. Von daher wäre dann Platz 4 der Zong. Richtig. Genau. Jörg Träger. Ich mochte den Song immer total. Würde ihn dann Sonja überreichen. Genau. hinter Tor 3. Ja. Ja. Ja, genau. Also es geht nur noch direkt hoch, die Chance hochzugehen oder eben nicht hoch und immerhin DFB-Pokal. Genau, also DFB-Pokal, das ist uns kaum noch zu nehmen. So schon über die Liga und dann hast du halt noch das Endspiel gegen Baunatal. Da. Bei allem Respekt, aber die sind auch Hessenliga, ne? Oder ist es? Ja. Oder ist es Regionalliga? Nee, ist ja, Hessenliga, ne? Ja, ja. Die waren mal ja Regionalliga, aber die sind ja Hessenliga jetzt. Genau. Also das. Okay. Genau, die Frage ist halt jetzt tatsächlich, wie kompensieren sie die Ausfälle so, dass man auch ein bisschen besser spielt? Also sprich, wenn jetzt ich wäre, ohne die Trainingseindrücke zu kennen, dafür, dass man Redemann neben Mockenhaupt spielen lässt in das Jena. Ist meiner Meinung nach jetzt auch die erste Wahl. Und dass du dazu dann eben Dittgen wieder nach hinten beorderst, weil Minzel gesperrt ist sowieso. Das wird im nächsten Spiel auf jeden Fall so passieren. Genau. Ja. Kuhn sowieso rechts, Kolk im Tor und dann hast du gut im Mittelfeld, Morovza gesetzt und daneben dann entweder Gül oder Tietz Rivero. Da weiß ich jetzt nicht, woran das liegt. Ob Gül scheint mehr so der Kämpfer noch zu sein und Tietz Rivero ja eher der Spieleröffner Techniker so. Das gefällt mir schon an ihm, der spielt halt häufig mit so richtig mit Köpfchen, das merkst du, der spielt schon sehr schlaue Bälle teilweise. Gegen Jena könnte es eher wieder auf Gül rauslaufen, weil das kämpferische Element vielleicht eher gefragt ist, gerade am Anfang. Wobei wir jetzt ja auch die letzte, was war es, so eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder sowas, haben wir ja sogar drei Sechser gesehen. Da waren sie alle drei drauf. Das war mal ganz ungewohnt. Gut, dann wirst du nicht anfangen. So willst du nicht anfangen gegen Jena. Und gut, dann hast du rechts Schipnowski, der jetzt wahrscheinlich gesetzt sein dürfte. Ja. Und dann ist halt die Frage, wen lässt du links spielen? Also ich wär persönlich für Schiré. Und dann kannst du Schäffler und Schmidt im Sturm spielen lassen. Ja. Oder das wäre für mich jetzt die Stand jetzt wahrscheinlich oder vielleicht beste Elf, keine Ahnung. Wie gesagt, ist ohne Trainingseindrücke halt Quatsch, aber ja, klar, was Hansch und Diawosi hast du, kannst du notfalls auch bringen, aber so richtig glücklich bin ich damit nicht. Ja, Hansch ist wenigstens, ich sag mal, von athletischen Voraussetzungen her auf der Höhe. Diawosi, den kannst du wirklich nur noch als Joker bringen und hoffen, dass er vielleicht irgendwie ein, zwei gute Momente hat oder sowas, aber gerade von Anfang an ist der momentan überhaupt keine Alternative. Leider. Das tut mir richtig weh. Kannst du dich auch Schmidt wieder auf die Außen stellen und Schiri. Das hat er ja so am Anfang der Rückrunde hat Schmidt ja ein paar Mal so gerade auf Rechtsaußen gespielt und das eigentlich auch ganz gut gemacht. Aber ich fände Schmidt so als Zehner eigentlich gar nicht so schlecht gegen Jena. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Du machst deine Prognose ja noch in der Wehenschau. Genau, richtig. Am Donnerstag kommt wieder die Wehenschau und da werde ich das wahrscheinlich auch genauso hinschreiben. Ja. Dann ist natürlich noch die kritische Frage, was passiert jetzt, wenn Mockenhaupt, der ja auch bei 4 gelben Karten steht, wenn der dann jetzt raus ist? Also ich meine, oh Gott, beschrei's nicht. Nee, ich will es jetzt nicht herausfordern, aber die Gefahr besteht natürlich noch. Ne? Wer hat jetzt alles 4 gelbe Karten, der am Samstag wahrscheinlich spielen wird? Schäffler, Chiré, Morovza, Mockenhaupt. Dittgen auch? Nee, Dittgen glaube ich nicht. Schwadorf stand auch bei 4, aber der wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Gut, Lorch halt noch. Lorch hat es jetzt glaube ich auch, ne? Ja. Und Kuhn, weiß ich nicht. Wo steht der? Sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Kuhn hat 4.
Kuhn hat auch 4, ja. Oh Gott. Ja, also das kann jetzt ganz bitter werden, dass wir dann jetzt irgendwie gegen Kaiserslautern dann irgendwie mit nee, okay, das male ich mir jetzt nicht aus. Stell dir vor, da müssen wir mit Dittgen, Redemann, Modica und Lorch rechts spielen oder sowas. Oje. Ja. Ja, ich glaube, was man natürlich auch noch machen kann. Auch noch eine gelbe kriegt, ne? Ja, was natürlich auch noch passieren kann, ist, oder was man noch machen kann, Gül, der kann ja auch Innenverteidiger spielen, den kannst du auch noch zurückziehen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich noch eher passieren, bevor Modica spielt. Ja. Ja. Oder? Also ich meine, der ist zumindest im Spiel, der hat regelmäßig Spielpraxis und macht auch gut. Ja, gut. Also im Endeffekt ist es halt fast jede gelbe Karte führt zu einem gesperrten Spieler. Ja. Außer halt Gül und Kolke. Ja. Weiß nicht, Schimplowski. Nee. Nee, der hat, glaube ich, 2 oder 3 oder so. Also gut, gerade unsere Stürmer sollten dann mal gucken, dass sie keine unnötige gelbe. Genau, ja, ich meine. Also unnötige sollten sowieso vermieden werden, aber. das eh, aber. Ja, ich sag mal jetzt so, wo es hart auf hart kommt, so. Der breite Kader ist dann doch ein bisschen schmaler, ne? Also jetzt, ich sag mal, Brandstätter ist zum Beispiel vorne überhaupt gar keine Alternative mehr, der kam jetzt neulich mal für ein paar Minuten noch rein. Aber der ist komplett raus. Hansch ist eigentlich auch keine so große Verstärkung. Der hat wenig Effekt aufs Spiel. Diawosi haben wir gerade schon gesagt. Also im Endeffekt werden die ihre Spielweise nicht ändern. Und wir werden noch den einen oder anderen haben, der mal aussetzen muss. Ja. Und die Personaldecke wird wahrscheinlich nicht mehr viel besser werden, weil du mit Damsen Mockenhaupt jetzt vielleicht erstmal nicht mehr rechnen solltest. Was aber jetzt immer noch nicht viel Ausfälle sind. Nee, klar, vor allem jetzt nicht, dass wir es jetzt akut vermisst hätten, aber jetzt Schönfeld und Wachs sind zumindest wohl wieder im Mannschaftstraining seit letzter Woche, glaube ich. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Genau, die gibt es auch noch. Gut, Wachs ist vermutlich, wenn jetzt nichts dazwischen kommt oder falls nicht Dittgen sich auch noch verletzt oder irgend sowas, dann wahrscheinlich eher kein Kandidat jetzt für einen Startelf-Einsatz, aber Schönfeld könnte durchaus ja nochmal sein, dass der nochmal ein paar Spiele sammelt. Stimmt, die haben ja auch noch, ja. Ja. Gut. Okay, dann was haben wir denn sonst noch hier? Ah, die Westtribüne, also wer am Samstag da war, hat es gesehen, ist mittlerweile komplett abgebaut. Letztes Mal stand hier noch das Gerippe und jetzt seit letzter Woche ist komplett weg. Das heißt, jetzt wird dann vermutlich dann bald die Baustelle dann eingerichtet werden können. Gegen Kaiserslautern sollen schon die Türme stehen, sodass die Kamera aus dem Winkel filmen kann, die DFL oder der DFB vorschreibt. Tatsächlich. Ja, also diese. Das wäre sehr schön, weil dieses Mal das Kamerabild eine Katastrophe war. Ja, es war wahrscheinlich noch ein bisschen. Sehr verwunderlich. Es gab auch. Nein, aber du konntest. Die haben beide Ecken nicht gesehen. Also die sind nicht bis zu beiden Ecken gekommen. Ja, die Stadt war irgendwie mal was davor stand. Ich weiß auch, dass es da ein paar Diskussionen gab. Weil es. Ja, egal, auf jeden Fall. Also ich habe den Jörg vorm Spiel nicht gesehen, was ungewöhnlich ist. Er war da wohl mit beschäftigt. Und er hat mir aber gesagt, dass, wie gesagt, gegen Kaiserslautern dann schon die Türme stehen sollen, sodass die Kamera dann da oben ist. Also schon die richtigen oder irgendwelche keine temporären Ahnung. Dann? Ich gehe schon davon aus, die richtigen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt was Temporäres hinbauen, nur für ein paar Spiele. Ja. Auf jeden Fall soll, es hat sich jetzt so viel getan von Heimspiel zu Heimspiel. Ja. Also wie gesagt, dass da alles weg ist und gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall der schöne Bauzaun mit den genau, mit den Transparenten dran. Genau. Schöne Erklärvideos. Genau, das wollte ich gerade noch fragen. Aber erstmal die Anzeigetafel. Hast du das eruieren können, Micha? Ist das noch die alte? Ich habe es nicht eruieren können, gehe aber davon aus. Ging ich auch, aber die sah halt echt kleiner aus, dadurch, dass er halt jetzt so quasi so, naja, mehr oder weniger freischwebend halt jetzt dann da steht, ja, aber ohne den Hintergrund quasi. Ich sitze ja mit den ganzen Technikern im Raum und ich weiß nur, dass sie die jetzt manuell abschalten müssen nach dem Spiel. Ich meine aber, dass die gesagt haben, dass das die gleiche ist. Ja.
Naja, das war dann wahrscheinlich eine optische. Die schaffen jetzt auch nicht eine neue an. Optische Täuschung, dadurch, dass die halt jetzt frei ist und nicht mehr halt vor diese Wellblechwand hängt. Ja, aber auf der Anzeigetafel gab es tolle Sachen zu sehen. Das konnte die Sonja natürlich nicht sehen am Fernseher. Es gibt, ja, pf, genau, das hast du jetzt nämlich davon. Es dann gab, sagen wir nichts. Das ist doch für euch da. Genau, ja. Nein, es gibt tolle neue Animationen irgendwie bei Einwechslungen und bei Eckbällen. Gab es noch mehr? Also da sind sie mir aufgefallen. Ich glaube, bei Eckbällen auf jeden Fall. Ich glaube auch, bei Freistößen. Bei Freistößen ist mir es nicht jetzt aufgefallen. Also bei Auswechslungen auf jeden Fall. Also bei gewissen, ich glaube auch bei den Zuschauerzahlen. Also ich glaube auch alles, was mit dem Sponsor verbunden ist. Ah, okay. Dann habe ich nicht dauernd drauf geguckt. Auch ja. Zwischendurch nochmal das Spiel verfolgt. Genau, das sind Videos, die von die Firma heißt Verklickern. Mhm. Gibt es wohl auch eine Homepage, die dann so heißt. Ist wohl sogar ein Wiesbadener Unternehmen und die machen eben, also ich habe das eben auch erstmal nachgelesen, also die machen dann wohl auf Anfrage eben einfach animierte Erklärvideos. Okay. Also jetzt nicht aufwendig animierte Technik, aber ja, ist so ganz nett, ja, braucht man jetzt nicht klar, unbedingt. Klar, kleiner Gimmick. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine, keine Riesenneuerung, aber eine Neuerung, die einem auffällt, wenn man auf diese Leinwand guckt, was ja zumindest die Heimfans und die Sitzplatzzuschauer können. Ja. Ja, aus der Süd, wie ist das? Man guckt mal relativ. Jetzt, so wie die da hängt, nicht mehr. Siehst du nichts mehr? Ich. Ja, okay. Die hängt ja schräg und dazwischen ist noch. Also, glaube ich nicht. Aber ist jetzt auch. Ja, naja, ist egal. Wer steht da schon, der den Podcast hat? Das. Genau. Ja, gut, das wäre es eigentlich so an Diskussion. Ich habe noch so ein, zwei News zur Jugend. Soll ich mal raushauen? Oder habt ihr noch was anderes? Nö, mach. Jetzt hopp, wir nehmen schon so lange auf. Ja. Raus mit dem Zeug. Genau, es gibt ab der nächsten Saison einen neuen B-Jugendtrainer. Nämlich, oder beziehungsweise Daniel Döring, ja, wollte ich schon sagen. Nils Döring, der ja aktuell die B-Jugend trainiert, der geht ja wieder zurück zur A-Jugend. Das hat man ja schon berichtet, das steht ja schon länger fest. Und die B-Jugend übernimmt Peter Neustädter, der frühere Spieler von Mainz, der wohl auch da schon lange irgendwie im Nachwuchsbereich war. Da gab es jetzt einen Bericht, habe ich interessanterweise nur auf FUPA gesehen. Ansonsten irgendwie so auf der Vereins-Homepage zum Beispiel kam da keine Meldung interessanterweise. Und was ich dann gestern oder heute noch gehört habe, ist, dass das stand wohl jetzt auch in der Zeitung, dass der C-Jugendtrainer, von dem haben sie sich jetzt gerade kurzfristig getrennt. Was auch immer da vorgefallen ist. Also da habe ich jetzt keine Details oder keine Einblicke, was da los ist. Aber ich meine jetzt so kurz vor Saisonende sich von einem Jugendtrainer zu trennen, das ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Das stimmt. Ja. Genau. Und dann gab es letzte Woche bei flw24.de, das ist ja so ein Portal eigentlich für den Amateurfußball hier so im, ja, Kreis Limburg-Weilburg und so die Gegend. Ja, Fußball Limburg-Weilburg heißt es, glaube ich. Achso, Fußball Limburg-Weilburg ist FLW. Okay, ja gut, ja, macht Sinn. Die da so den Amateurfußball abdecken, die aber auch irgendwie so eine Kooperation mit dem SVW in Wiesbaden haben. Und die waren kürzlich mal zu Gast am Nachwuchsleistungszentrum und haben da unter anderem auch mit dem Leiter Armin Alexander gesprochen und da ist ein kleiner Artikel oder ein Artikel erschienen, den werde ich auch mal hier in die Shownotes packen, wer das mag, kann sich das ja nochmal durchlesen. Ja, ansonsten die U19 hat in der Hessenliga durchaus noch Aufstiegschancen. Die sind 5 Punkte hinter Offenbach, aber haben 2 Spiele weniger aktuell.
Das heißt, sie können aus eigener Kraft vorbeiziehen und dann ist halt noch das Spiel in Offenbach jetzt irgendwie demnächst, ich weiß nicht, in ein, zwei Wochen. Das wird dann sicherlich mal so das Endspiel da, ob sie da noch eine Chance haben, Erster zu werden. Und nur der Erste, glaube ich, kommt ja dann in diese Aufstiegsrunde. Ne? Sonja, kannst du dich noch erinnern? Die haben doch vor ein paar Jahren, haben die doch... Oder war das bei den B-Junioren? Wo hast du geschaut? Nee, A-Junioren hast du geschaut. Das war die A-Jugend, genau. Genau. Die haben dann gegen Trier. Gegen Trier war das damals. Das heißt, da gibt es ein Hinrückspiel dann, ja, genau. Okay. Genau. Also wenn es noch so ist, gehe ich aber davon aus. Ja. Genau, also da besteht noch die Chance, dass die zurückkehren in die Bundesliga. Und die U17, die ja in der B-Junioren-Bundesliga spielt, hat durchaus noch die Chance, da die Klasse zu halten. Also sind momentan über dem Strich. Es ist knapp, aber noch möglich. Ja, sieht eigentlich... Naja, sind ein paar Punkte vor... Ich glaube, Unterhaching ist, glaube ich, da der erste auf dem ersten Abstiegsplatz, oder? Hast du es gerade vorliegen? Scheiße, Unterhaching. Ja, sie hatten jetzt ja, das hatte ich, glaube ich, beim Spiel gegen Karlsruhe auch durchgesagt. Da hatten sie klar gegen Ulm zu Hause gewonnen. Also klar ist, ich glaube, zwei Absteiger stehen mehr oder weniger fest. Das ist, glaube ich, Ulm und Heidenheim. Und um den letzten oder den dritten Abstiegsplatz, da ist noch ein breiterer Kreis. Genau, das Haching hat 19 Punkte, aber auch noch ein Spiel weniger. Ingolstadt hat 21 Punkte und Wiesbaden 23. Und Karlsruhe 24. Aber auch die haben noch ein Spiel weniger. So, das heißt... Mal vorausgesetzt, Haching gewinne sein Nachholspiel, dann werden die halt bis auf einen Punkt ran. Mhm. Also es wird schon eng. Ne? Ich glaube, wir spielen dann noch gegen Haching, hatte ich mal nachgeguckt. Naja, gut. Also es ist auf jeden Fall wieder eng, wie letztes Jahr ja auch mit der U19. Ja, da war es natürlich dann maximal da bisher um dieses eine Tor. Was da gefehlt hat, wir hoffen, dass es der U17 erspart bleibt. Ich glaube, ja. Die ganz großen Brocken haben sie jetzt nicht mehr, aber ja, aber wäre natürlich schon gut, wenn sie drin bleiben und dann die A-Jugend vielleicht auch wieder aufsteigt, also die beiden besten oder die beiden Top-Nachwuchsmannschaften dann in den höchsten Ligen, das wäre schon großartig, ja. Sagen wir mal zwei Aufstiege, ein Klassenerhalt, das wäre so ganz gut. Ja, genau. okay, so viel zur Jugend. Ich habe noch hier so ein paar kleine News. Die haue ich auch nochmal eben raus. Oder beziehungsweise verweise auf die Links, die ich gerne auch in die Shownotes packe. Da war nämlich zum einen in der Frankfurter Rundschau kürzlich ein kleines Porträt über oder von Manuel Schäffler. Das war so im Zuge von dem Hessen-Pokalspiel. Wenn es um Dreieich geht, dann hat die Rundschau ja auch mal was zu schreiben. Da wird sogar tatsächlich mal wen erwähnt. Ansonsten ignorieren die uns Glück ja komplett. Dass er auch gespielt hat. Ja, genau. Das verlinke ich nochmal. Und dann natürlich unsere beliebte Rubrik Neues aus Uerdingen. Soll ich da unser Jingle einspielen? Bitte. Unser Neues aus Uerdingen Jingle geht so. Na, warte mal, da muss ich eben hier den Ton anmachen. Neues aus Uerdingen. Neues aus Uerdingen. Willkommen im Zirkus. Wir werden uns so weghauen am letzten Spieltag. Und wir sind schon aufgestiegen. Ja, das wäre natürlich perfekt schon am vorletzten Spieltag schon beim zweiten gegen Platz. Gegen Osnabrück eine gemeinsame Aufstiegsfeier. Das ist so mein Traum. Das wäre natürlich fantastisch. Dann könntest du auch das Hessen-Pokalspiel da lassen an dem Termin und sagen, das wäre schon gut. Ja. Okay, egal. Zumal ich wahrscheinlich... Hessen-Pokalfinale auf Malle. Zumal ich das letzte Saisonspiel wahrscheinlich überhaupt nicht sehen kann. Das ist total... da muss ich, naja, erzähl mir mehr. Nee. Das, aber mich verarschen, gell, wenn ich nicht ins Stadion komme. Ja, weil du mal nicht im Stadion warst. Sondern du warst das letzte Mal 2018 im Stadion, glaube ich. Das glaube ich nicht, aber okay. Naja, so gefühlt. Ja. Neues aus Uerdingen. Neues aus Uerdingen. Die haben schon einen Spieler für die neue Saison verpflichtet. Und zwar Tobias Rühle. Von Preußen Münster. Von Preußen Münster, genau. Der wechselt jetzt innerhalb der Liga. Das ist für uns deswegen ein bisschen interessant, weil angeblich auch der SVW in Wiesbaden an dem Spieler interessiert war.
Ja, mhm. Aber... Ja, also ich habe den Artikel da reingepackt, weil die Begründung für ihn nach Uerdingen zu wechseln war, Zitat, weil ich ein gutes Gespräch mit Herrn Ponomarev hatte und mich mit den Zielen des KFC identifiziere. Der Club will in die zweite Liga, genau wie ich. Also, erster Witz, ich hatte ein gutes Gespräch mit Herrn Ponomarev. Da wäre man gerne dabei. Also, hat er mit dem direkt gesprochen? Da ist halt die Frage, wie viele Nullen er ihm da reingemalt hat in sein Gespräch. Und ansonsten, wie gesagt, ein Wechsel in die zweite Liga wäre wohl bereits im Sommer möglich gewesen. Mehrere Zweitligisten sollen angefragt haben. Auch der SVW in Wiesbaden war laut Rühle interessiert. Ja, okay, doch beim KFC sei das Gesamtpaket einfach passend gewesen. Gesamtpaket, Katsching. Genau. Ja, also ich meine, ich finde das ja nicht verwerflich, wenn sich da jemand in der dritten Liga für... Dafür die nicht, keine Ahnung, x ja. Euro mehr entscheidet. Ich meine, das sind ja, die werden ja alle nicht reich in der dritten Liga. Zu sagen, ich hatte ein gutes Gespräch mit Herrn Ponomarev, wenn du den siehst und was er so von sich gibt, dann wage ich es zu bezweifeln. Aber was ich auch noch lustig fand, weil dann steht da, dass er seinen Mitspieler, ehemaligen Mitspieler Adriano Grimaldi wieder treffen wird, wo er dann noch sagt, ich freue mich auf Adi, schlüpfe anfangs sogar ab und zu bei ihm unter. Gut, genug davon. Ja. Genau, dann... Könnte man so eine Soap draus machen. Ja, da kommt ja noch mehr. Es gab ja dann noch Ärger um Kevin Großkreuz, der sich... Das ist keine Nachricht. Der wohl einen Mitspieler geschlagen haben soll. Einen jüngeren Mitspieler. Genau. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist auch Großkreuz. Das ist auch schon ein bisschen her. Das war schon irgendwie im... Wann war denn das? Im Februar oder sowas. Das kam jetzt erst bloß ein bisschen später raus. Genau. Lewandowski und Coman hat er, glaube ich, auch geschlagen. Ja, wahrscheinlich. Nach der 2:3 Niederlage des KFC geriet der 30-Jährige in der Mannschaftskabine in eine verbale Auseinandersetzung mit seinem jungen Mitspieler Maurice Littka. Der wollte wahrscheinlich nicht mit dem Puff kommen. Großkreuz beließ es nicht bei Worten und schlug Littka vor den Augen des Teams mit der flachen Hand ins Gesicht. Bäm. Genau, und genau da siehst du eben, warum Uerdingen in der Rückrunde erst 6 Punkte geholt hat oder von mir aus jetzt 7. Vom Verein wurde er nicht sanktioniert. Einzige Bedingung, der Rechtsverteidiger musste die Mannschaft zu einem Essen einladen. Dies tat Großkreuz auch. Wenige Tage nach dem Kabineneklat war das KFC-Team in seiner Dortmunder Kneipe mit Schmackes zu Gast. Super. In seiner Dortmunder Kneipe. Ja, und da haben die Türsteher den einen nicht reingelassen. Da hat er mit Schmackes einen noch oder eine zweite ins Gesicht. Mit Schmackes. Ja, genau. Ich schau. Ist das, heißt das in seiner Kneipe, heißt das, die gehört ihm oder ist das so seine Stammkneipe? Beides ist möglich, vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Ja. Naja, gut. Noch lustiger war ja dann die andere Meldung. Ja, was haben wir noch? Die vom Großkreuz war jetzt nicht lustig in dem Sinne, aber dass sie keine Regionalliga-Lizenz beantragt haben. Richtig. Was jetzt erstmal verwundert, weil man als seriös arbeitender Verein in alle Richtungen so für alle Eventualitäten vorbereitet und sollte. Und die Begründung, die sie dann abgeliefert haben, warum sie keine Lizenz für die Regionalliga beantragt haben, war jetzt so, also das ist jetzt kein Zitat, aber so aus meinem Gedächtnis, weil sie die Mannschaft nicht verunsichern wollten, also sprich, weil es ja nicht so gut lief und dann wollten sie nicht noch durch sozusagen dadurch noch mehr Negativität reinbringen, weil sie eben denken könnten, es könnte in die Regionalliga gehen. Ja. Also so ein Blödsinn. Das andere hat überhaupt nichts zu tun. Es geht ja einzig und allein darum, dass man nicht weiß, was beim Fußball passiert und dass man dann eben gerüstet sein muss. Und keiner will absteigen, aber es steigt halt jemand ab. Und wenn man halt keine Lizenz hat, ist es halt blöd. Tja. Aber jetzt haben sie ja gewonnen, von daher. Leider, ey, das hätte ich so gerne erlebt. Das wäre so witzig gewesen. Ah, wann war denn das? Aber das war vorletztes Wochenende. Was war denn jetzt? Dieses Wochenende haben sie ja doch gegen Osnabrück verloren. Ja, ja, aber davor haben sie ja, gut, die brauchen nicht mehr viele Punkte, damit die durch sind. Und dieser Sieg. Also ja, ich meine, jetzt 44, das jetzt haben sie ja sogar gesagt, dass sie nicht schlechter waren als Osnabrück. Sogar besser. Achso, ja. Okay. Jo. Ja. Genau, und bei dem Spiel gegen Osnabrück waren mehr Osnabrücker Fans im Stadion als Uerdinger. Ja, da sollten wir vielleicht nicht so laut drüber lachen, aber ja. Ja, Moment, wir haben sie ja auf 2,5 gedeckelt. Es werden nicht mehr als 2.500 offizielle Gästefans da sein. So. Und es sind 7,5 da. Selbst wenn dann nochmal 500 zusätzlich kommen.
Ja gut, die 2,5 sind das schon inklusive der Sitzplätze da in dem O14? Ja, dann haben die 3.000 von mir aus. Ja, ja. Genau. Kommen wir schon gefährlich nahe der Sache. Ja, klar, wir sind da jetzt nicht der Verein, der der da mit dem Finger zeigt, aber dafür, dass die halt, mit was hatten die geplant? Ich glaube, die hatten mit 7.000 Leuten im Durchschnitt geplant, das haben halt nur 4.000 oder sowas, ne? Genau, also die 7.000 kamen sie jetzt fast dran, dank der 3.500 Osnabrücker. Und ja, noch lustiger wird es ja, wenn sie nächstes Jahr dann in Düsseldorf spielen für 16 Millionen und ist die Frage, ob dann so viel mehr Zuschauer kommen. Das könnte sich so ein bisschen anfühlen wie damals Wehen im Waldstadion, so das erste Spiel gegen Osnabrück damals übrigens. Da sind wir an die Tabellenführung gesprungen mit dem 1-1, weil es freitags war. Wir das erste Spiel gegen Hoffenheim gewonnen hatten. Oh, stimmt. Genau. Valentin Atem hat damals ein Tor geschossen. Valentin Atem? Ich glaube schon. Oder zumindest hat er gespielt. Ich kann mich noch an Valentine Atem erinnern. Auf zum Atem. Genau. Das haben wir auch gerufen. Aber das waren irgendwie auch so knappe 5.000 Leute oder 4.500 Leute im Waldstadion. Das ist schon ziemlich bitter. Ne? Ja, wir gegen Köln haben 4-3 gewonnen im Waldstadion. Da waren auch mehr Leute da. In der Commerzbank Arena. Ach ja. Okay. Ja, das war's aus Uerdingen. Und man könnte fast noch eine Kategorie Neues aus Dreieich anhängen. Soll ich nochmal die Musik einspielen? Nein. Nein. Dreieich, was ja auch durch einen Gönner, ich habe den Namen vergessen, ja überhaupt erst aus der Taufe gehoben und in den letzten Jahren nach oben geführt wurde. Naja, nach oben. Naja, immerhin mal ein bisschen in die Regionalliga, ne? Auf dem letzten Platz. Ja, genau. Oben. Wo ich bin, ist immer oben. Aber naja, ich meine, die haben ja dann da auch da überhaupt erstmal da diesen Sportpark, der auch überhaupt jetzt ausgebaut. Also es war mit Tribünen und sonst irgendwas. Also das ist ja alles noch nicht so lange. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat es da jetzt gerade tüchtig geknirscht und da ist jetzt irgendwie komplett die sportliche Führung weg. Also sowohl Trainer Bommer samt Co-Trainer, wer war es? Weber, glaube ich, ne? Charlie Körbel. Charlie Körbel als Sportchef ist gegangen. Also alle teuren. Ja, aber alle die wahrscheinlich da die letzten Jahre tatsächlich was geleistet haben. Mein Scout bestimmt auch, weil er garantiert einer von den dreien war. Wahrscheinlich. Ja gut. Genau. Also es lief halt nicht, dann hat der Sponsor gesagt, ich gebe nichts mehr und jetzt hat sich die Sache erledigt. Ja, mal gucken, wie es dann bei denen weitergeht. Also sie werden wohl absteigen und wie es dann da wie die sich dann da in der Hessenliga neu aufstellen. Vielleicht springen die Stadtwerke Dreieich ein. Ja. Das ist doch so ein klassischer Move, oder? Dass die Stadtwerke dann einspringen. Ja, klar. Oder die Lottogesellschaft. Das war das Rheinland-Pfälzer Modell doch immer. Im Auge behalten. Ja. Genau, ja, nee, werden wir auf jeden Fall. Ja, apropos im Auge behalten, sollen wir einen Blick auf die Regionalligen heute mal werfen? Ja, kurz. Kurz, okay, also pass auf. Das kristallisiert sich auch schon ziemlich raus. Wir haben in der... Einen Aufsteiger haben wir sogar schon, ne? Fast, ne? Ja, ich glaube zwei. Ja, einer haben wir, wenn die eine... Chemnitz ist durch, soweit ich weiß. Wenn die einen keine Lizenz beantragt haben. Genau, das... Fangen wir mal im Norden an. Das Uerdingen-Modell. Da ist Wolfsburg 2, führt da momentan. Lübeck hat ein Spiel weniger und 4 Punkte weniger, meine genau. ich. Genau. Und genauso, ach nee, genau. Und danach ist ein großer Abstand. Also Lübeck könnte da noch eingreifen. Das, mal gucken. Da ist noch spannend. Genau. Der Sieger Nord spielt gegen Sieger Bayern. Genau. Und das ist, das steht fest. Das steht fest und das ist auch, steht auch schon fest, wer das ist. Das ist die zweite Mannschaft von Bayern München. Die haben heute auch gespielt. Die haben heute noch irgendwie ein Nachholspiel gehabt. Nee, war es ein Nachholspiel? Ja, jedenfalls haben die. Ja, man muss halt gucken, wer da der Nächste ist. Ich glaube, Eichstätt hat keine. Genau, Lizenz Eichstätt hat beantragt. Keine Lizenz beantragt und dann der Nächste wäre dann Nürnberg 2 und da haben sie halt jetzt 13 Punkte Abstand. Bei noch 5 Spielen. Also, wir sind noch nicht ganz rechnerisch durch, aber. Ja, kann man davon ausgehen, dass dann irgendwie wahrscheinlich dann Bayern 2 gegen Wolfsburg 2 oder irgend sowas. Mm. Ja, die zweite mannschaftfreie Zeit könnte sich einem Ende zuneigen. Kann nur Lübeck verhindern. Ja.
Dann Südwest haben wir vorhin schon angesprochen. Da ist ja Mannheim. Ja, die sind jetzt auch eigentlich durch. Sind durch und die werden dann auch sicher aufsteigen. Die haben einen festen Platz. Und dann haben wir noch Nordost. Da ist Chemnitz mit weitem Abstand vorne. Ja, also Mannheim und Chemnitz steigen auf jeden Fall auf. Genau, Chemnitz, genau, die haben auch einen festen Platz, ne? Ja, so. Jetzt haben ja alle jetzt einen festen Platz, die jetzt noch kommen. Ach ja, stimmt, genau. Es gibt ein Relegationsspiel und drei feste Plätze, sowas, ne? Ja. Genau, also da ist der nächste ist Berliner AK, aber die haben angeblich keine Lizenz beantragt, von daher ist dann Chemnitz damit durch. Das sage ich doch die ganze Zeit. Was denn? Die sind schon längst als Aufsteiger fest vermeldet worden. Ja, es... ja, bei Nordost sagst du nichts und über die Regionalliga Bayern lässtest du wieder. Immer, weißt du doch. Und dann haben wir noch West. Da ist Viktoria Köln momentan vorne, aber da ist es ein bisschen enger. Da gibt es auch noch... zumindest Rot-Weiß Oberhausen ist da noch im Rennen. Danach hört es dann eigentlich auch schon auf. Ja, Viktoria Köln hat sich ja bislang auch erfolgreich verweigert aufzusteigen. Vielleicht schaffen sie es ja wieder. Ja, und... Ich glaube, die spielen aber nicht mehr gegeneinander, von daher hat es Köln in der eigenen Hand. Das wäre natürlich dann für viele Kölner ziemlich bitter, wenn Fortuna runterginge und Viktoria hoch. Viktoria ist jetzt auch nicht sonderlich beliebt. Aber gut, soll nicht unser Problem sein. Ja, ich habe auch mal einen Blick auf die zweite Liga geworfen. Und ich sag mal, so spannend ist die jetzt eigentlich nicht nächstes Jahr wahrscheinlich. Ne? Also ich meine, Köln und Hamburg werden wohl aufsteigen. Dann ja, ist dann vielleicht auch noch Union. Das ist ja irgendwie auch so als Verein ganz cool, aber... Es ist halt wenig Zuschauermagneten, wenn du da zu Hause spielst. Genau, ich meine, es kommt dann von oben, kommen Nürnberg und Hannover runter, na gut, okay. So. Stuttgart vielleicht, ja. Ja, das wäre natürlich schon ein Dickschiff, klar. Schalke vielleicht. Ja, Schalke wäre natürlich sehr geil, ja. Wenn sie in der Relegation gegen Paderborn verlieren oder so. Ja, aber du hast dann halt die Teams wie... Aber dann hast du natürlich dann halt schon eine Menge Teams, die wir halt alle so aus der dritten Liga kennen und die halt damals auch schon jetzt nicht... ich meine, klar, wer sind wir uns da zu beschweren, aber die machen jetzt dann vielleicht selbst mal, noch nicht mal bei uns immer das Stadion voll. Dann irgendwie hast du Kiel, hast du Heidenheim, hast du Regensburg. Paderborn vielleicht, Fürth, Aue, Sandhausen, ja, solche Sachen. Da freust du dich schon, wenn Dresden kommt. Ja, klar, Dresden, die macht... Nein. Willst du lieber gegen Dresden oder lieber gegen Mannheim spielen, Sonja? Boah, böse. Also ich lieber gegen Dresden. Die Gretchenfrage. Aber Dresden gegen Mannheim, das könnte auch Spaß machen, oder? Ja, genau. Das wird aber eng. Auch aufeinander loslassen, ne? Dann muss Dresden aber nicht mehr viel punkten. Dann darf Dresden nicht mehr viel punkten. Naja, theoretisch ist es noch möglich, ne? Die haben jetzt 6. Ja, im Endeffekt, wenn du jetzt diese Dings nochmal liest, hier mit Paderborn, Kiel, Heidenheim, Regensburg, selbst, ja, okay, Bielefeld, Darmstadt, Dresden, Aue, Sandhausen, Ingolstadt, Duisburg, Magdeburg, das ist ja alles so Drittliga, die dann da irgendwie hängen geblieben ist, ne? Klar. Ich meine, Bielefeld hat man doch vor Jahren auch schon mal eine Drittliga, oder? Die sind irgendwann wieder aufgestiegen. Ja. Ja, unten ist halt interessant, also Ingolstadt und Duisburg mit 23 Punkten und Magdeburg mit 27. Sandhausen mit 30, ja, also klar, das sieht schon so aus, als würden Duisburg und Ingolstadt runtergehen. Aber Duisburg hat Lieberknecht, glaube ich, ne? Als Trainer? Ja. Und Ingolstadt hat jetzt den Oral? Nee. Stimmt, ja. Die haben Thomas Oral geholt, ja. Ah. Okay, die haben abgeschenkt eigentlich, ne? Oder? Ja, weiß ich jetzt nicht, aber. Naja, wenn Erstligisten Thomas Doll holen können. Ja, und an ihm festhalten. Ja, genau. Ja. Ja, also ich sag mal so, da können wir auch in der dritten Liga bleiben, oder? Ja gut, es ist immer so, wenn es halt, du hast in der dritten Liga mit Lautern und Braunschweig. Ja, das ist natürlich so das Thema, ne? Die werden nächstes, Mannheim dann vielleicht noch 60. Der Aufstieg wird nächstes Jahr auch nicht leichter als dieses Jahr, ne? Auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Aber du hast halt auch, sag ich mal, teilweise klangvollere Namen,
als in der zweiten Liga, und in der dritten wirst du sicherlich häufiger gewinnen. Ja, aber meinetwegen können wir ruhig mal uns mal wieder in der zweiten Liga versuchen. 10 Jahre dritte Liga reichen dann irgendwann auch. Ich will ja auch nicht ewig in der dritten Liga bleiben. 10 Jahre sind ja jetzt mal eine Ansage. Genau. Okay, dann hätten wir noch unsere Kategorie Buntes. Da schauen wir noch mal ganz schnell rein. Saisonwette. Ja, Blacher hat ein Tor geschossen, ne? Yeah. Das wird trotzdem. Nur noch 8. Nur noch 8, genau. Und 5 von Müller. In 5 Spielen. Genau. Ja, wartet's ab, ey. Kommen noch verrückte Spiele. Apropos verrückte Spiele, unser Tippspiel. Da kann ich mal ankündigen, ich habe die Zusage, also ich habe da neulich mal beim Verein nachgefragt, hat ein bisschen gedauert, ne, weil da immer sich pro Saison so die Ansprechpartner ja auch mal ändern. Habe aber jetzt die richtige Person gefunden und wir kriegen wieder irgendwelche Preise gestellt. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich werde es jetzt nach Ostern abholen und dann werde ich es mal kundtun, was wir da in unserem Osterkörbchen haben. Bitte dieses Shirt mit den 4 verschiedenen Schriftarten. Oh, soll ich nochmal nachfragen? Das ist Joe. Was war denn das nochmal? Alf und Joe, nee. Ach nee, mit den 4 verschiedenen Schriftarten, das war nicht. Ja, nee, da stand einfach so SVW in Wiesbaden. Ja, ja, genau. Nur so, da stand nichts Wichtiges drauf. Also ja, das war einfach nur so ein Fanshirt, was so ganz furchtbar war. Ja, ja, so weiß, also ganz schlimm. Areal, Verdana, Times, New Roman und. Und Comic Sans. Comic Sans. Genau. Praktikant, erster Tag, gespeichert, zack, in Shop. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Mit Microsoft Publisher erstellt. Genau. Der Sohn vom Praktikant hat es verfunzt. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ich pro Pflichtspieltor von Ditgen 5 Euro zahlen. Ja, da kommst du bitte raus aus der Nummer. Du würdest gerne wenigstens einen Fünfer spielen. Ja. Den nehme ich nächstes Jahr auch. Mal gucken, zu wie viel Toren ich dann provozieren kann. Der Kuhn hat mich ja eine Menge Geld gekostet. Ja. Der hat jetzt, ist aber so, wenn Ditgen Vater wird, muss man mal gucken. Ach so. Dann knallt er die Dinger rein. Ja, der kannst du mir den Tinder-Block gehen. Genau. Oh. Vielleicht gibt es auch noch eine Tinder-Ermäßigung. Dann gibt es auf Hessen schon einen Artikel. Oh. Ja. Oh Gott. Die Schlecht ist erfolgreich und Micha arm macht. Einlauf-Tinder, da können dann irgendwie einsame Leute an den Händen. Oh, die Einlauf-Tinder. Ja, Einlauf-Tinder, ja, die stehen dann da und wischen links und rechts. Gibt es das eigentlich noch? Spät, ey. Ja, genau, es ist spät, es ist Montagabend, wir sollten jetzt zum Ende kommen. Dann springen wir direkt noch zu unserer nächsten beliebten Kategorie, ehemalige. Wo springe ich hier gerade hin? Haben wir hier eins. Wer hat das reingepastet? Wer möchte dazu was sagen? Micha, warst du das? Nein. Sonja? Oh geil, war ich das? Ja, ich glaube. Ich wusste es vorhin nicht mehr, ob ich das war, aber dann war ich es wohl doch. Feichtenbeiner. Die Älteren werden sich dran erinnern, der ja auch mal bei uns Sportdirektor war, nicht besonders lange. Ist mir tatsächlich danach gar nicht mehr begegnet, war aber einige Jahre lang U17-Coach beim DFB. Das haben wir hier auch mal erwähnt. Das war Michael Feichtenbeiner, also oder? Ja. Hä? Michael Feichtenbeiner. So ein Schwabe, gell? Ja, ja. Glaube ich. Ja, so eine Schwabe. Ist mir in dieser Funktion aber tatsächlich dann nicht an irgendeiner Stelle begegnet. Ja, wir haben es ja irgendwann im Podcast mal erwähnt, aber das ist schon lange her, ja. Das war dann aber am Anfang, ne? Also, aber jetzt so über die Jahre, finde ich, hat man da gar nichts von ihm irgendwie. Nee. Ich hänge da jetzt auch nicht so tief drin. Es gab irgendwann mal zwischendurch ein Interview irgendwo so auf dfb.de mit ihm. Aber der hat das wohl tatsächlich 4 Jahre lang gemacht. Ne? Mhm. Und der Vertrag läuft jetzt aus und er wird den auch auslaufen lassen nach der EM. Und sagt jetzt aber auch nur, meine Expertise möchte ich in Zukunft auf einer anderen Ebene einbringen. Ich weiß gar nicht, ich habe danach nicht mehr geguckt, ob sich da jetzt noch was, ob es da noch eine Meldung danach gab, was er denn jetzt macht. Aber er ist dann da ab Sommer nicht mehr Trainer. Naja gut, wir sind ja gut besetzt. Ja, also so war es auch nicht gemeint. Das ist mir nur so tatsächlich im Stream, dachte ich so, ach guck mal hier, Feichtenbeiner. Ja, genau. Ich habe noch einen zweiten ehemaligen, und zwar Sufjan Benjamina, unseren früheren Stürmer. Der war ja dann einige Jahre in Rostock und jetzt zuletzt in Polen bei Pogoń Szczecin. Wer ist Trainer bei Pogoń Szczecin? Wer weiß es? Gino ist bei Kielce. Ja. Stimmt. Oh, ich hätte jetzt fast was Falsches erzählt. Genau, der war ja bei Corona Kielce, genau.
Ja. Ah. Wolltest du auf den raus? Ja, dachte ich. Zum Glück hast du mich bewahrt vor diesem Fauxpas. Ja, ich wollte gerade laut denken, so, wer ist denn dann der andere da? Dann weiß ich es nicht. Okay, ich ziehe meine Frage zurück. Also, bei Pogon Stettin spielt Sufjan Benjamina, beziehungsweise spielte, und dann hat er neulich ein... Kostar Hrunjahic ist Trainer. Kostar Hrunjahic war es, genau. Ich wusste, irgendwas war doch da. Siehst du. Da war ich mit meinem lauten Denken gar nicht so falsch. Ja, also jedenfalls, Benjamina hatte da einen ganz schlimmen Zusammenstoß, ist irgendwie in einem Testspiel mit einem anderen Spieler zusammengeprallt mit den Köpfen und hat sich dabei schwer verletzt. Das ist schon eine Weile her. Vielleicht haben wir es auch schon mal erwähnt, ich weiß es gar nicht. Hatte irgendwie einen Schädelbruch und hatte zeitweise auch auf dem einen Auge sogar nichts gesehen. Also man musste das Schlimmste befürchten. Aber jetzt ist er ist wieder gesund, ist alles wieder da. Sehkraft ist zurückgekehrt, ja, und kann jetzt wieder trainieren, irgendwie, zumindest leicht trainieren. Und wollen wir hoffen, dass die Genesung weiter voranschreitet und der vielleicht auch nochmal oder idealerweise auch nochmal spielen kann, natürlich, aber zunächst mal, dass er erstmal wieder alles gesund wird. Wir drücken von hier aus alles, drücken die Daumen, wünschen alles Gute. Ich meine, sowas wünscht man ja keinem. Das ist, war schon ziemlich heftig wohl. Ja. Ja? Ja, ist halt krass. Ich meine, Fußball ist jetzt keine so harte Kontaktsport, aber was einfach alles passieren kann. Ja. So, wenn du einfach mal ein bisschen Pech hast, ja, ohne dass jetzt der Gegner auch ein brutales Foul machen muss, einfach ging halt mal die Lichter aus. Ne? Das ist, ja. Ja. Von daher, schön, dass es ihm wieder besser geht. Genau. So, und dann kommen wir zur letzten Rubrik des heutigen Abends. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist mein Jingle? Da ist er. Hassen. Ganz hässlich hassen. Ich kann's nicht lassen. Ich bin der Hass. So, was hassen wir denn heute? Gunnar und ich, wir hassen heute zusammen. Ah, ne? Stimmt, ne? Wir haben es ja vorhin schon angeteasert. Ja, wolltest du was anderes hassen? Ach, wir haben doch ein paar Stichworte hier, wir können doch mehr hassen. Der Micha kann auch noch was hassen. Fangen wir aber erstmal mit dem Wald an. Ja, erzähl mal. Wald von Dreieich. Wir zwei waren im Wald. Wir zwei waren im Wald zusammen. Im dunklen Wald, im fast dunklen Wald. Na, da war es ja noch nicht dunkel. Nee, aber es war schon zu erahnen, wie der aussieht, wenn es dunkel ist. Und da wolltest du auf dem Rückweg nicht mehr durch. Richtig, also fangen wir vielleicht mal so an. Wir sind den Schildern nachgefahren beim Hessen-Pokalspiel zum Gästeparkplatz. Mhm. Der Gästeparkplatz stellte sich als normales Parkhaus heraus, in das wir dann reingefahren sind und dann dachten, okay, und wo lang jetzt? Und dann war es ein ewiger Fußmarsch. Ich hatte das mal nachgeguckt. Es waren dann, glaube ich, 1,5 Kilometer oder so. Ja, 1,6, ja. Und an irgendeiner Stelle, also es ging so eine Straße, die so eine Kurve machte, da gingen wir noch mit. Und dann an irgendeiner Stelle kamen Schilder, die Gästefans direkt in den Wald geschickt haben. Dann sind wir halt in diesen Wald gegangen und der war komplett unbeleuchtet. Also liefen noch ein paar andere Wiener-Fans. Es war dann noch, war zu dem Zeitpunkt noch hell, es war vorm Spiel. Aber man hat schon gesehen, da stehen jetzt keine Lampen. Da ist, also das war jetzt auch kein... gepflasterter Weg im Wald oder so, einfach da so einfach mal quer durch den Wald und dann ging es auch immer so ein bisschen zickzack, also ich glaube schon halbwegs in die richtige Richtung, aber schon so ein bisschen komisch, dass man dachte, man ist jetzt in einem Labyrinth, immer mit so ein paar traurigen Schildern, die dann an der nächsten Ecke standen, mit hier, Gäste bitte da lang, und irgendwann kreuzte man dann wieder die Hauptstraße und war dann da im Gästeblock, und aber dieser Wald und auch dieser Weg durch den Wald, warum schicken die uns da durch? Ich meine, man hätte einfach an der Hauptstraße weiter runtergehen können und dann den Knick da machen und dann zum Gästeblock. Also das war völlig unnötig. Und ich frage mich, wer sich sowas sicherheitsmäßig auch ausdenkt. Ja, das ist wahrscheinlich die berühmte Fantrennung, ne? Ja, aber was ist denn das für ein Quatsch an der Stelle? Was ist denn das für eine Fantrennung, wenn wir dann nach dem Spiel mussten wir zum Glück nicht mehr durch den Wald? Der war stockfinster. Ja. Der war wirklich komplett stockfinster. Und dann kam Volker, Fanbeauftragter, an und hatte mit denen ausgemacht, so ja, können auch an der Straße zurücklaufen. Aber was machen die denn, wenn da Kickers Offenbach da sind und sie meinen, sie müssen eine Fantrennung machen?
ja, ist mir auch rätselhaft, wie das funktionieren soll. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die das sozusagen, die müssen ja wahrscheinlich irgendwie sowas anbieten, so dass eine Trennung möglich ist oder so, aber wer kommt denn auf die Idee, das abzunehmen? Und es gibt so viele Sicherheitsvorschriften und dann hier eine Tribüne gesperrt, weil irgendwo ein Maulwurf sitzt und so. Und dann schicken wir die aber alle in den dunklen Wald. Ja, bitteschön, geht mal da rein. Und dann lauft halt mal 1,5 Kilometer bei so einem Stadion, wo kaum ein Mensch da ist. Und also, ach, das hat mich alles echt genervt. Da kannst du echt nur hoffen, dass du noch genug Handy-Akku hast, dass du da die Lampe anmachen kannst, weil da hättest du nichts gesehen. Ja, ja, aber wer, also jetzt mal auch, wenn du denkst, okay, inzwischen hat vielleicht auch jeder ein Handy, aber so, ja, ist ja nicht einfach mal so eine Taschenlampe beim Fußball dabei, darfst du ja auch gar nicht. Ja, klar. Wie gehst du denn da durch so einen scheiß dunklen Wald? Du siehst nicht, wo du drauf trittst, du siehst nicht, wo du hinläufst. Wer kommt auf so eine dumme Idee, wenn es vor allem auch anders geht? Und das war schon, also da kam ich mir schon wieder als Gästefan echt irgendwie kacke vor. Ja, fühlt man sich schon so ein bisschen veräppelt, ja. Genau. Und dann auch der weite Weg. Und dann, also, und dann haben wir auch... an dem anderen Parkhaus parken lassen können, das einfach auf halber Strecke lag. Du kommst ja dann auch nicht direkt beim Stadion raus, nachdem du mal dann durch den Wald und über die Hauptstraße bist, sondern dann läufst du ja auch noch so einen komischen Bogen, ne? Da an den Kleingärten vorbei und sowas. Ja, wobei den läufst du halt auch, wenn du von der anderen Richtung kommst. Also da musst du ja immer irgendwie hin. Ja, das stimmt. So muss man einmal rum. Naja. Aber dann... Lass den Scheiß, ey. Behandelt doch mal Gästefans echt ein bisschen netter. Da sagst du was. Also Merkel. Gerade bei so Mini-Piss-Spielen, ey, da kommen ja jetzt nicht tausende Wiesbadener, die man irgendwie in Schach halten muss. Nee, also ich glaube so in dem ausgewiesenen Parkdeck, wo wir hin sollten, da standen vielleicht 10 Autos, ja. Aber dafür hat man jeden im Block schimpfen hören über den langen Waldweg. Also waren jetzt nicht nur wir, die zu doof waren. Das stimmt. Ja. Also wenn ich jemals in Dreieichenspiel sehen sollte, dann... Dann ignorierst du die Beschilderung durch den Wald. Dann mache ich das als... Tust du so, als wärst du ein Heimfan. Im Heimbereich, gehe auf die Fressmeile und park direkt am Stadion. Ganz genau, es gab nämlich auch Parkplätze da. Ne? Ich weiß nicht, ob wir noch einen bekommen hätten, ob wir rechtzeitig gewesen wären, aber ja, es gab prinzipiell gab es da Parkplätze schon quasi direkt am Sportpark. Habt ihr euch gefühlt wie das sechste Rad am Wagen? Das sechste? Wie der Kuckucksclan haben wir uns gefühlt. Der Kuckucksclan, genau. Genau. Nur weil wir Energie Cottbus. Ich will auch nicht die fünfte Geige spielen. Ja, sollen wir Pele Wollitz noch thematisieren? Wer das jetzt nicht versteht, der muss einfach mal Pele Wollitz. Pele Wollitz verlinken wir euch. Hassrubrik ist mal wieder ein Gästebeitrag gekommen, der kommt von Pele Wollitz. Genau, den Link packen wir noch mit rein. Ja, und Spoiler, er kriegt kein Sprichwort oder keinen Ausdruck richtig hin und das ist eigentlich das Schöne daran. Ansonsten labert er eigentlich nur Scheiße. Ja, es diesen einen Tweet, den du mal da gebracht hattest, oder war das, ja, oder war das vom... Der stimmt halt immer noch, ja, vom, ja. Vom Jens. Ja. Genau, vom Jens. Pele Wollitz ist irgendwie so der Mensch gewordene böse Onkel-Song. Die da oben gegen uns hier unten oder wir unten hier halten, müssen sie ja, zusammenhalten. Genau oder wie war das? Das. Ja, also genau. Wer gerne das stimmt über, einfach immer wieder, du siehst es immer wieder, dass es genau so ist. Ja. Wer gerne über Menschen dritter Klasse lacht, der sollte sich das Video angucken. Ja, oder wer einfach mal einen Kopf schütteln möchte, wie halt einer sich da irgendwie 5 Minuten mal wieder zum Vollhorst macht. Also ich meine, den Ansatz kann ich sogar so ein bisschen verstehen, aber es hört sehr schnell auf. Auch sehr geil war, wie er dann meinte, er versteht nicht, dass er auf die Tribüne verbannt ist, weil wir haben doch ein Recht auf Arbeit. Ja, ja, genau. Ihm wird da seine Arbeit genommen. Ja, ja. Der Spieler vom Platz verwiesen und kann nicht mehr arbeiten. Und nicht auf Arbeit. Gerade, dass sie da in Cottbus da immer auch in so eine rechte Ecke gestellt werden und sowas, das ist völliger Quatsch. Ja. Aber wenn sie ihn mit Wolle zu Zigeuner beleidigen, das ist Sport für ihn. Das findet er gut, das ist okay. Alter, ja, die nee, das müsst ihr euch anhören, das ist einfach 5 Minuten Hassrubrik, wenn man sie eigentlich besser nicht bringen kann. Gut, dann sind wir noch durch oder möchtest du hier noch was dazu sagen? Sind wir noch durch? Ja, es gab noch eine Statistik auf Liga 3 Online. Da werden ja immer die Live-Spiele in den dritten Programmen bekannt gegeben. Und es gab da auch eine Statistik, welcher regionale Fernsehsender wie viele Spiele übertragen hat.
Und ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber im MDR kommt ja regelmäßig was, im SWR, auch auf Bayern und WDR und ja. NDR. Und der einzige betroffene regionale Sender, der komplett ohne Übertragung war, ist der, Überraschung, HR, der Hessische Rundfunk. Die aber jetzt zumindest angekündigt haben, wohl das letzte Spiel aus Uerdingen übertragen oder aus Duisburg gegen Uerdingen übertragen zu wollen. Ja, zumindest haben sie jetzt auch gemerkt, dass es von Wien Wiesbadener Seite ein bisschen was zu berichten gibt. Haben jetzt ein bisschen mehr ja auch gebracht. Mhm. Gerade gegen Karlsruhe war es natürlich und ich denke mal gegen Kaiserslautern. Dann war ja Rehm auch im Heimspiel. Ja. Marco Rehmer im... Ja, genau. Rehm und Rehmer. Genau. Also, ja. Es ist immer noch sehr stiefmütterlich, aber ja. Vielleicht zweite Liga wird dann doch interessant. Ja, genau. Ja. Traurig, aber gut. Gemessen am Zuschauerzuspruch auch in Ansätzen für mich. Jetzt haben wir schon unser Deluxe-U-Boot dort platziert und trotzdem tun sich so schwer mit Live-Übertragung. Ja, und was machen sie zum Dank? Senken die Zuschauerzahl. Also, ja, Sonja arbeitet ja ständig, kommt ja nicht. Ja, stimmt, richtig. Ja, ja. Fehlt ja immer eine. Ja. Ja, genau. Ja, schlimm. So ist das immer, ja. Gut. Möchtest du noch was ergänzen, Sonja? Ich glaube, ihr habt gelästert, aber ich hatte gerade irgendwie so Sprünge drin, die hoffentlich nicht in der Aufnahme sind. Ach so. Also hier bei uns war es nicht. Habt ihr gesagt, dass sie mich aus dem Stadion geklaut haben? Ja. Na gut, dann habe ich das richtig verstanden. Ja, stimmt. Okay. Ansonsten kann ich jetzt gar nicht so viel Negatives über den HR berichten, nachdem sie ja auch über mich berichtet haben. Stimmt, richtig. Sie haben dich auch gefeatured. Habe ich das schon mal verlinkt in irgendeinem Artikel? Ich weiß gar nicht, ob man das verlinken kann. Ich glaube... Es war ja kein separater Bericht, also es war ja im Rahmen der Hessenschau. Aber die Hessenschau ist ja noch online und dann kam ja dann entsprechend, ich glaube so, das war ab Minute 20 oder irgend sowas. Ja, ja. Warte mal, ich schreibe mir das gerade mal auf hier, Link, Micha. Dann packen wir das auch nochmal in die Shownotes, wer das nicht gesehen hat und sich das gerne nochmal angucken möchte. Das war rund um das Spiel gegen Karlsruhe. Gegen Karlsruhe war das auch, ne? Da gab's, das haben sie so ein bisschen am Micha quasi aufgehängt. Ja. Eine schöne bildliche. Sie haben nicht den Micha aufgehängt, sondern den Beitrag. Ich habe breite Schultern. Ja. Ich kann das tragen. Genau. Ja, damit sind wir eigentlich durch. Darf ich mal mein Spiel bei Ihnen aufhängen? Den Cordon schaffe ich. Fährst du schon mal schön den Ellenbogen raus. Kannst du das Spiel am ausgefahrenen Arm aufhängen? Ja. Nee, würde ich sagen, reicht für heute. Ja. Genug gequatscht. Genau. Ich muss hier noch ein bisschen kürzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die Sendung jetzt dann tatsächlich ist, aber über 2 Stunden haben wir auf jeden Fall. Ich glaube schon. Ja. Und dann hören wir uns in der zweiten Liga. Nee, einmal vorher noch, würde ich sagen. Nee. Ich würde sagen, so vor dem Endspurt. Lotte, ha? Nach Lotte, vor dem Spiel gegen Osnabrück. So in der Woche sollten wir uns auf jeden Fall nochmal zusammensetzen und den möglicherweise nervenzerfetzenden Endspurt nochmal besprechen. Ja. Okay, das war's. Ah, ich mache noch eine kurze Prognose. Eine Prognose. Jena, Lautern, Lotte. 7 Punkte. 7 Punkte? Sonja? Ich mache keine Voraussagen, werde das auch niemals tun. Okay. Soll ich mal einen raushauen? Ja. Ich sag 9 Punkte. Boah. Sonja, kannst 10. Wer bietet mehr? Sonja, sag 8. Genau. Nur okay. Ich eine Frau bin. Jawohl. Haben wir das Auto runtergebracht. Möchtest du dich vielleicht für DFB-Präsidentin bewerben? Nee, ich mag keine Uhren. Sonja hätte jetzt auch 5 Punkte sagen können. 5? Ja, egal. Ja. Grüße. Ja, genau. Deine erste Folge gab es noch nicht, oder? Du warst noch nicht im Früh-Podcast. Nee, aber genau. kann man sich trotzdem anhören. Ja. Erste Folge ist da, ist gut geworden. Ah, okay. Gut. Dann sagen wir gute Nacht, guten Tag.
Guten Morgen. Genau. Good night, good fight. Wie war das früher immer bei Celebrity Deathmatch am Schluss? Good fight, good night. Good das war night, good night. Genau. Kennst du das überhaupt noch, Sonja? Ich weiß, dass es das gab, es hat mich nie interessiert. Da. Mensch. Du bist Verlinken wir nochmal. Da gibt es leider nicht alle Folgen online, glaube ich. Irgendwie. Da gab es ein paar so sensationelle Folgen. Himmel, ey, jetzt verhör endlich auf. Ja, also. Wir wollten zum Ende kommen. Okay, also dann, ja, bis bald. Bis die Tage. Ciao. Ciao. Tschüss.